Bienvenue zur 831. Folge des Sneakpods, in der wir über Voleuse, Diebin sprechen. Und mitgebracht hat uns diesen Film die wunderbare Becky, die nicht nur Kulturpessimistin und auch nicht nur Stefan-Ersatz ist, sondern weitaus mehr als das. Herzlich willkommen, Becky. Hallöchen. Und das Fluchtmotorrad schon vorgefahren hat am anderen Ende der Leitung der Bob. Ah, hallo, jetzt wollte ich hier den Christoph zu der Rennfahrerin machen, aber offensichtlich bin ich das jetzt. dann ist der Christoph offensichtlich unsere Meisterdiebe. Ja, schön. Guten Abend. Becky, du hast uns Voleuse mitgebracht und ich erspare uns das jetzt, zu versuchen, rheinisch auszusprechen. Das hattet ihr ja letzte Episode. Genau. Voleuses. Aber du könntest uns mal erzählen, um was es denn geht in diesem Film, in diesem Netflix-Film. Ja, Voleuse ist ein Film über drei Frauen, würde ich sagen. Über Carol, Alex und Sam. Die, also Carol und Alex kennen sich schon ewig, seit die eine von beiden 14 Jahre alt war und eigentlich seitdem sind die beiden eine Einheit und machen alle Dinge im Leben zusammen, Familie, Freundschaft, also eigentlich sind sie alles füreinander und auch Berufspartnerinnen, wenn man so will, denn sie machen zusammen so Heists und besorgen für Auftraggeber in irgendwelche Kunstwerke, wertvolle Gegenstände, also was man halt so an Heists machen kann. Eine von beiden wird schwanger, nämlich Carol, und möchte deshalb aussteigen aus dem ganzen Business. Aber die Godmother, eine der Auftraggeberinnen, will nicht wie die Frauen. Und deshalb müssen sie nochmal auf einen letzten Heist ziehen, für die sie auch noch Sam als Fahrerin an die Seite gestellt kriegen und somit eine neue dritte Person mit in diese Konstellation hineinkommt. Und ja, dann geht es den ganzen Film über so ein bisschen um, wie die drei Frauen miteinander agieren, wie sie versuchen, Sam auszubilden zu einer Agentin an ihrer Seite sozusagen und wie sie dann den finalen letzten Heist machen, mit dem sie sich befreien wollen aus den Fängen der Godmother. Ja, der Klassiker, der letzte Auftrag noch, bevor man endlich aufhören darf. Ja, genau. Genau. Und also die Hauptdarstellerinnen sind Melanie Laurent und Adele Exarchopoulos. Ich habe es mir extra nochmal vorlesen lassen eben. die Melanie Laurent ist auch die Regisseurin und hat auch das Drehbuch geschrieben auf der Basis von einem Comic, der wohl in Frankreich auch relativ bekannt ist. Und Adele Exarchopoulos könnte man vielleicht schon kennen aus Blau ist eine warme Farbe oder aus dem Film Sibyl, der heute vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen wird. Mhm. Genau, aber ich glaube, groß geworden ist sie mit Blau ist eine warme Farbe. Und für alle, die sich in Podcast Deutschland so ein bisschen auskennen, ihre normale Synchronstimme in Deutschland ist Maxi Hecke von Feuer und Brot, die aber gerade in Elternzeit war, als dieser Film gemacht wurde und deshalb in der deutschen Synchro diesmal nicht zu hören ist. Ja, und als Bösewichtin haben wir Isabella Gianni. Mhm, genau. Och. Großer Star der 90er, würde ich, also so vom Gefühl her 90er, oder? Ja, oder Jahrtausende. Ja, 90er, Anfang der 2000er wahrscheinlich so, ne? Als wir jung waren oder als wir jünger waren. Also vor 10 Jahren. Ja, ne? Genau, vor 10 Jahren und ich glaube, es waren eher vor 30 Jahren.
Und man sieht es ja auch ein bisschen an, also sie ist ganz schön hingebotoxt. Ich habe es erst gar nicht erkannt, ich habe es dann später gelesen. Christoph, wir reden jetzt nicht schon wieder über Botox in einer Folge, aber, in der ich hier aber bin. Aber es ist nun mal so, also ich habe sie nicht erkannt. Hast du sie erkannt? Ich habe sie nicht erkannt. Und ich bin mit ihr aufgewachsen. Also in den 90ern habe ich alle Filme mit ihr gesehen, aber 90er sind aber auch 30 krass. Jahre her. Also ja, stimmt. Naja, nee, okay, lassen wir das Thema. Ich weiß nicht, warum wir da immer landen, wenn du da bist. Das ist, weil du da rumfetischisierst. Ja, das ist halt schlimm. Ja, zum Film. Hat er uns denn gefallen? Erstmal grob. Becky, dir hat er gefallen, habe ich so rausgehört. Also ich kann vielleicht noch ein bisschen zu der Genese erzählen, warum ich den ausgewählt habe. Und zwar habe ich neulich The 355 geguckt, was auch so ein Actionfilm mit Frauen, die sich zusammentun. Also da sind sie noch vorher nicht so befreundet, sondern kommen halt von unterschiedlichen Geheimdiensten und werden von den Geheimdiensten im Stich gelassen und arbeiten jetzt zusammen gegen die Geheimdienste und so. Der war, glaube ich, auch von vor 2 Jahren oder so. Und damals habe ich in meine Letterboxd-Review irgendwie sowas geschrieben, wie dass die Story und das Pacing von dem Film so ganz schön bonkers sind, aber ich die Chemie zwischen den Frauen so mochte. Und dann wurde mir darunter in den Kommentaren empfohlen, also wenn dir das gefallen hat, dann solltest du unbedingt Volös gucken. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, weil auch ich echt so ein I'm a sucker for these kind of movies. Also ich, keine Ahnung, ich sag jetzt mal so im Erbe von The Spy Who Dumped Me, Ocean's 8, Gunpowder Milkshake, vielleicht auch ein bisschen Birds of Prey und so weiter. Also alle diese Charlie's ein bisschen Angels. Komödien, ja, oh, Charlie's Angels, der neue vor allem. Genau, also so alle diese so ein bisschen komödiantischen Actionfilme, in denen Frauen mit Frauen Dinge tun. Die gefallen mir normalerweise sehr gut und deshalb habe ich jetzt diesen geguckt. Und da hat man es eben rausgehört, wie du ihn findest. Die gefallen dir normalerweise gut? Nein, der hat mir besonders gut gefallen tatsächlich. Also viel besser als The 355 zum Beispiel. Okay. Es ist jetzt natürlich, also wir brauchen nicht darüber reden, dass das eine relativ konventionelle Story ist, in der sich auch ziemlich viele Wendungen und so weiter vorhersehen lassen und sowas. Ja, das will ich alles überhaupt nicht wegreden. Aber wie damals der Kommentator schrieb, die Chemie zwischen den Frauen und die ganze, wie die Beziehung zwischen denen ausgearbeitet ist und wie es funktioniert, wenn jetzt plötzlich eine dritte Person dazukommt und wie dann aus anfänglichem, ich will nicht, dass noch jemand dabei ist, ein wir wollen füreinander einstehen wird, so, das gefällt mir schon einfach sehr, sehr gut, wie die das hier hingekriegt haben in dem Film. I beg to differ. Ja, ich auch. Das ist in Ordnung. Also bei mir kam der überhaupt nicht an, obwohl eigentlich die Zutaten auch alle meine Richtung sind. Ob das jetzt dann so ich meine, mit Männern ist das ja schon 1 Milliarde Mal gemacht worden im Kino und das jetzt mit Frauen zu inszenieren, habe ich überhaupt keinen Schmerz mit und sehe ich auch gerne zu, aber dieser Film in meinem Ritz, also wie er bei mir angekommen ist, mir fehlen gerade die Fremdwörter, hat der überhaupt nicht seine Füße gefunden. Er wusste nicht, will er jetzt vornehmlich diese Beziehung zwischen den Frauen erzählen, dann hätte er das tun sollen in einem Umfang, wo er dann diesen Action-Teil, der da komplett nur drauf gepfropft ist, der nimmt den Action-Teil nicht ernst, der nimmt den Comedy-Teil nicht ernst, diese Witze sind alles super schlechte Karlauer One-Liner, die da immer so rausgekotzt werden, die das den ganzen Pace kaputt machen von dem Film. Die Action ist lächerlich, obwohl sie gut gefilmt ist, ist sie inszenatorisch lächerlich und diese Beziehung zwischen den Frauen, ich fand da vieles auch einfach Behauptung irgendwie. Ja, also das war vielleicht noch der beste Teil von dem Film, neben der Optik, also kameramäßig und so, wie das gefilmt ist, das war vielleicht auch das eine große Highlight, aber die Stakes sind nicht besonders hoch, dieser Heist ist super easy, irgendwie fällt ihnen alles zu, das Ende ist ein völliges Cop-out, was da passiert und wenn es um die Beziehung zwischen den Frauen geht, dann hätte ich gerne mehr Backstory gehabt, ich hätte gerne mehr irgendwie auch die Erklärung, warum die böse Tante so böse ist, ist alles super hohl und es hat mich so aufgeregt, der hat mich so falsch rumgekämmt, dieser Film.
Ja, also zu der Entwicklung der Beziehung zwischen denen habe ich beispielhaft diesen Auftrag, den die, wie heißen sie, Sam und nicht Carol, sondern die andere. Alex zusammen machen, wo sie nicht so richtig gut harmonieren, und Alex steht ja als Scharfschützin im Hintergrund und ist so völlig abgebrüht und ja, und so sarkastisch und so, und die Sam hat so ein bisschen ja Lampenfieber, weil es halt der erste richtige Auftrag ist und versaut es ja auch so ein bisschen, und dann wechseln die Rollen so, als sie halt flüchten von da und Alex dann halt so voll aufgeht in ihre Rennfahrer-Dings und, nee, andersrum. Sam, ja, und die andere wird ein schreiendes Jammern. Genau. Und die andere eben noch so sarkastisch, super cool, ja. Und jetzt plötzlich nur noch am, oh Gott, nicht so schnell, oh, nicht so schnell. Und ich habe gedacht, so, oh Mann, ey, das nervt. Und vor allem eben nicht nur einmal gesagt, sondern halt die ganze Fahrt über. Und dann, oh, ich bring dich um. Also ich fand's richtig schlimm. Und dann wird sie halt von der Carol gefragt, so, und habt ihr euch verstanden? Und dann ist das Fazit halt, ja, wir verstehen uns. So, irgendwie, das hat uns jetzt zusammengeschweißt. Diese beiden Szenen, also, nee, das habe ich auch gar nicht gekauft. Also, da war so viel von diesen ja. Die andere Szene, die mir als einfallen würde, wäre die Konversion von Sam von einer, die sie überhaupt nicht kennen, die sie dann am Anfang super schlecht behandeln und ihr zum ersten Mal in ihrem Leben antragen, sie möge jetzt mal kriminell werden. Und das ist zu keiner Zeit, also das erste Mal, wenn sie einen Toten sieht oder einen... Ja, okay, dann machen wir das. Ja, genau, dann machen wir das. Und dann sieht sie zum ersten Mal da Leute, die betäubt worden sind mit Betäubungspfeilen, und ist komplett geschockt. Wenn sie dann aber das erste Mal massenhaft Leichen sieht, die direkt vor ihren Augen von der Scharfschützin einen nach dem anderen abgeknallt werden, dann tanzt sie weiter, ist überhaupt kein Problem. Und das, also die ganze Entwicklung von den Personen, wie sie zueinander stehen, das springt und macht und tut und behauptet dauernd irgendwelche Entwicklungsschritte, die uns nicht gezeigt werden. Ich fand es furchtbar. Und, also, ja. Ich höre euch, aber also ich fühle den halt voll, so. Es ist, vielleicht ist es auch, also ich nehme solchen Filmen wirklich wenig übel. Da bin ich vielleicht zu nachgiebig, das mag sein, aber das ist halt die Art von Film, mit der ich, glaube ich, am allermeisten Spaß haben kann. So, das gucke ich. Ich verstehe auch nicht so richtig, dass ihr die Beziehung zwischen den Frauen nicht kauft, weil die fand ich wirklich, also das mit dem Heist und so alles geschenkt, ja, dass das nur so nebenher läuft und nie so wirklich zum Hauptakt des Films wird, ja, gebe ich euch zu 100%. Aber wirklich, also für mich war das ein Film über Familie finden, die keine Blutsfamilie ist sozusagen, und über, also keine Ahnung, ich fand einfach den Moment zum Beispiel, als Carol Alex erzählt, dass sie schwanger ist, so da habe ich schon das erste Mal weinend auf der Couch gelegen, am Ende habe ich bestimmt 5 Minuten geheult, so, also ich war da emotional wirklich, wirklich sehr drin, und ja, ich mag das einfach, wenn so sehr unterschiedliche Frauen, also sie sind ja auch unterschiedlich alt, die beiden auf jeden Fall, und wenn die trotzdem irgendwie so eine sehr besondere Beziehung haben in so einem Film und das nicht alles nur über irgendwie, wir haben einen gemeinsamen Love Interest oder einen gemeinsamen Freund oder so läuft, sondern tatsächlich zwischen den beiden sich abspielt. Ja, aber der hatte mich schon im Grunde falsch erwischt, als er mit der Öffnungsszene, wo die beiden da in ihrem Diamanten-Heist drin sind. Beim vorletzten Heist sozusagen. Bei dem davor, genau, wo wir das Ende noch so sehen, was ja auch so ein klassischer Opener für so Actionfilme ist, dass man noch so den ausgehenden letzten Heist sieht, damit man schon mal so ein bisschen die Figuren etabliert. Und da sind die beiden irgendwie überhaupt nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren, und dann folgt ein lächerliches Action-Set-Piece. Blödsinn. Nee, da muss ich widersprechen. Okay. Die sind in der Lage, miteinander zu kommunizieren, ohne auf eine Art zu kommunizieren, wie wir das machen würden, wenn wir logisch an einen Heist rangehen würden. Sondern die eine sagt, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt hier mit dem Typen, soll ich ihn nochmal anrufen oder nicht? Und die andere weiß quasi, was das bedeutet auf anderen Ebenen, die nichts mit der Bedeutungsebene dieses Satzes zu tun haben. Kannst du das weiter ausführen?
Na, so dieses, die unterhalten sich halt über was ganz, keine Geheimsprache oder so, ja, jetzt nichts, was sie sagen, um andere, sie nicht abhören zu lassen oder so, sondern mehr so dieses, wenn sie jetzt in dieser Situation über Karim reden kann, dann ist bei ihr gerade alles in Ordnung und ich kann Plan A verfolgen, wie wir ihn im Kopf hatten. Und deshalb schreit sie die ganze Zeit rein, hör auf und sag mir, wo ich hin muss, ich bin hier verloren, kannst du mal mit der Scheiße aufhören, ich will hier, ich muss hier weg und wo muss ich überhaupt hin und so weiter, das ist ihre Antwort darauf und da weiß sie im Kopf. Weil die wissen, dass die genauso miteinander reden können. Ah, okay. Also mich hat er erst kurz drauf verloren. Als sie drohen kam. Oh Gott, ja, stimmt. Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Oh, das war schlimm. Das war schlimm. Ja gut, das kommt halt, weil man das jetzt halt auch dauernd sieht. Man weiß ja, wie Drohnenkampf funktioniert und halt nicht so. Das, wo ich mir dachte, so, warum stürzt sich nicht einfach irgendeine Drohne auf sie und explodiert? Wie das halt funktioniert. Nein, die Drohne mit ihren vier kleinen Propellern feuert eine Waffe mit massivem Rückstoß ab. Ja, genau. Und wie ich schon sagte, ich kann total verstehen, dass dieser Film nichts für einen ist, wenn das etwas ist, was einem wichtig ist, dass Drohnenkampf richtig dargestellt ist. Aber das wird mir halt total unwichtig. So richtig schlimm fand ich es erst, als sie in diese, da war es ja dann ein Science-Fiction-Film, in diesen gläsernen Kubus im Wald steigen, diesen Rückzugsort, der wirklich reine Science-Fiction war und dann da sind und dann aber kurz drauf da auch wieder aufgespürt werden und zusammengeschossen werden, wo ich dachte, so, was will er mir hier sagen? Also, sie sind einfach so schweinereich. Das beruht halt auf einem Comic, ne? Also, das sind halt so dann die Elemente, die aus dem Comic kommen. Das war so eine Möchtegern-Betthöhle oder ich weiß nicht. Das fand ich cool. Also ich meine, darüber, dass die sich in den Spiegel nicht gespiegelt haben. Das war nichts anderes als cool. Es war einfach nur... Ja, aber stimmt schon, wenn es halt ein Comic ist, ja, dann verstehe ich's, okay. Es ist halt auf dem Comic, aber es hat halt überhaupt nicht in diese Geschichte hier gepasst, die ja, wie ihr beide ganz richtig sagt, es schön gewesen wäre, oder es sogar war, eine Entwicklung zwischen den Frauen gewesen wäre. Das wäre halt, hätte mir auch gefallen, wenn da mehr erzählt worden wäre, aber ich fand nicht, dass es erzählt wurde, also nicht nennenswert jedenfalls. Ja, ich fand, es hatte so Sprünge drin, ich meinte, die Konversion von Sam von einer Mechanikerin, die plötzlich beweist, dass sie als Rennfahrerin Karriere machen könnte, sie bräuchte jetzt nur einen neuen Arbeitgeber und dann irgendwie durch zwei lapidare Sätze zu einer Kriminellen konvertiert wird, weil sie mal vorübergehend seit 5 Minuten keinen Job mehr hat, lässt sie sich jetzt für Crime anheuern. Das war nicht erzählt. Dann sich das in einem Comic vorstellt, funktioniert es auch wieder. Ja, aber die Beziehung dann, wie sie zu den drei Frauen quasi sozusagen Nähe aufbaut, ist ja auch nur, erst misshandeln sie sie die ganze Zeit, indem sie sie nicht ernst nehmen, verspotten, auf ihr rumhacken und dann hört das einfach auf, weil jetzt ist sie Motorrad gefahren, so wie du es vorhin gemeint hast. Also das sind auch dann diese Karikatur. Nee, Moment, aber das hört ja nicht auf, weil sie Motorrad fährt, sondern wir haben ja dieses eindeutige Rocky-Zitat-Montage, wo sie quasi dann am Ende endlich die ganzen Dinge kann, die anderen versuchen, ihr beizubringen Zeit. Das Fazit ist also, wir lassen dich in unsere coole Mädchengang rein. Wenn du schießen kannst. Wenn du endlich die Skills hast, ja, das ist das Menschliche. Ich glaube, das ist so auf jeden Fall, das ist der Anfang, ja, und das Menschliche kommt dann dazu. Aber das ist genau das, womit du bei Alex Punkte machen kannst, sozusagen. Also bei Carol vielleicht auch anders, aber Alex ist die du erstmal beeindrucken musst mit, dass du dir Dinge aneignen kannst und klüger handelst und so weiter. Oder du steigst mit ihr in die Kiste. Die Szene wiederum, Kampfszene mit dem da Typen kannst du war, aber war nicht, gut. Ja, und da kannst du nicht bei ihr mit Punkten. Ja, das sondern stimmt. Also danach bist du ja bei ihr nicht höher im Kurs oder so. Ja, sondern, da kannst du nur Nähe herstellen, ja. Genau. Ja. Die Kampfszene nach dem verkorksten Dreier, die war sehr unterhaltsam. Mit dem, ja, das stimmt. Das war vielleicht die einzig gute Actionszene in dem ganzen Film. Die mir wirklich ich dachte gefallen. Noch vorher nämlich, das Einzige, was mich bisher stört am Film, ist, dass es keine Queerness sozusagen gibt, obwohl der Film danach schreit und dann kam sie, die Casual Queerness zwischendurch und dann war ich damit auch sozusagen zufriedengestellt. Ja. Ja. Nee, ich weiß nicht. Die Idee ist gut, das so zu machen, aber diese
wie gesagt, vielleicht die Witze, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch Lost in Translation, vielleicht sind die auf Französisch irgendwie besser. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Nee, war noch Französisch auch nicht gut. Ich habe dann zwischendurch einfach mal auf Englisch umgeschaltet, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das irgendwie besser, aber ich glaube, da sind die Deutschen in Sachen Filmsynchronisieren doch irgendwie über die Jahrhunderte erfahrener als die Amis und von daher habe ich es dann auf Deutsch wieder zurückgeschaltet, weil das doch besser war. Auf Französisch gingen mir die Untertitel zu schnell und er ist wahnsinnig hektisch geschnitten an vielen Stellen. Es gibt Szenen, wo die einfach nur sich unterhalten zu dritt oder nee, es ist glaube ich zu viert, als sie da irgendwie auf Korsika unterm Baum sitzen und ihr komischer älterer Typ da, der ihnen den Plan erklärt, die erzählen sich nur was und das ist in einer Hektik geschnitten, da sind keine 1,5 Sekunden zwischen zwei Cuts dazwischen und wenn du da versuchst, in der Unterhaltung Untertitel zu lesen, da wirst du bescheuert, das geht nicht. Also ich habe es versucht und das hat nicht funktioniert. Ja. Da gebe ich dir, auf jeden Fall, das stimmt. Also da ist jetzt kein Film, den man irgendwie für besonders guten Schnitt in Action-Szenen oder so hervorheben würde, ja, im Gegenteil. Ja, ach und das Ende, ich weiß nicht. Ich meine, man liest in verschiedenen Kritiken, es sei unerklärt, ich finde es nicht unerklärt. Wenn man genau aufpasst, gibt es so zwei entscheidende Hints, die hinterher dafür dienen können, das zu erklären. Aber ich will es jetzt hier nicht spoilern. Mhm. Aber ich finde es halt billig davon gestohlen irgendwie. Ja, total. Da hätte man schon noch was Clevereres schreiben können. Also das, ja. Aber das ist dann wieder genau dasselbe Thema. Nimmt diesen Action-Part des Films, der aber ganz front and center auf allen Covern, in allen Trailern, in allem, auch was der Film die ganze Zeit, was er mit seiner Zeit anfängt. Er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für Action. Es beginnt mit dieser langen Drohnenverfolgungsjagd. Wir haben dann diese Motorradgeschichte. Wir haben dieses Erschießen mit dem komischen Tanz von den Balkan-Typen da in Italien. Und am Schluss dieser große Feuerkampf da mit der Patin und so weiter. Zwischendurch das in dem, wo sie die Pläne stehlen und dann der Raub selber. Nichts davon sind die Stakes so richtig hoch, außer am Ende. Und er plempert damit wahnsinnig viel Zeit, nimmt diesen Teil des Films aber überhaupt nicht ernst und interessiert sich nicht dafür, den richtig zu inszenieren und da richtig wie mal was hinzuschreiben, was auch Spannung erzeugen kann. Dieser Hauptheist, wo sie die Sachen klauen, Manon, also die von Manon Bresch gespielte Sam, sitzt in dem Auto und darf immer nur vor und zurück parken. Die wird also überhaupt vollkommen unterverwendet in diesem, also dieser, wenn die Beziehung zwischen den Frauen so wichtig ist, die hat keinen Funkkontakt, sitzt in dem Auto und fährt vor und zurück. Das ist, also die ist komplett raus aus der Nummer. Die anderen beiden machen das, was sie immer machen. Sie laufen da durch, hauen irgendwelchen Leuten aufs Maul und reden dummes Zeug. Und der Typ hat in dem Auto aus Gründen, die nicht zu verstehen sind, zu einem Plan, wo er einfach nur auf einer Ecke parken wollte, trotzdem 2 Millionen Hotdog-Würstchen und Brötchen mitgebracht, um diese ganze Crew zu verbraten, damit wir noch so ein bisschen Kiste-Cook-mäßige Inszenatorik aus dem Foodtruck machen können. Also, oh, da platzt mir der Kopf, das kannst du nicht gucken. Also das Einzige, was mir da gefallen hat, war die Szene, wo die Carol das Bild stiehlt und dieser andere Typ reinkommt und ihr was an den Ohr labert. Das fand ich wirklich gut. Das war lustig, ja. Also ich weiß, vielleicht ist es, also ich glaube, ich kann sehr gut noch 20 weitere Jahre solche Filme gucken, weil ich 25 Jahre solche Filme mit Männern geguckt habe. So. Also ich bin noch nicht an dem Moment, mich darüber aufzuregen. Das kommt vielleicht noch irgendwann in meinem Leben. Aber aktuell bin ich einfach nur so glücklich, dass solche Filme gemacht werden, weil es die halt in meiner Jugend nicht gab. So. Aber wäre doch schön, wenn es gute Filme wären. Genau, also, warum stacken wir da nicht auf das rauf, was wir sozusagen schon erreicht haben. Also wenn man gute Action macht und gute auf jeden Fall, let's do that. Ja, aber genau. Erstmal bin ich glücklich, dass es das gibt. Okay, so, okay. Weil es ist immer noch besser als der gleiche Film mit Männern. Von denen habe ich sehr viele gut gefunden in meinem Leben und sehr viele geguckt. Und ich rede jetzt nicht von sowas wie John Wick oder so, ne? Also ich meine schon die komödiantischen John Wick ist ja auch drin, gell? Also ist halt schnell irgendwie abgehandelt, indem man einfach 5 Albaner erschießt. Aber im Endeffekt war das ja die John Wick Story. Aber warum mussten die da tanzen? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe diese ganze Szene geguckt und habe gedacht, was das war Ablenkung, damit die nicht merken, dass sie gerade nach und nach erschossen werden. Mussten sie alle, dass die so gebannt abgelenkt sind. Ja, das war alles nicht so ganz logisch. Okay. Also die Scharfschützin wurde doch als so gut erklärt, dass es halt die auch so geht. Ich meine, die saßen da mit Kaffee trinken. Ne? Muss halt in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Anfang. Und war doch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Hättest du einfach auch so machen können. Warum die anderen da so massiv in der Schusslinie stehen müssen und sich so exponieren müssen. Noch dazu mit so einer
mit so einer Tanz, vorher war nichts mit Tanzen, nichts mit Verkleidung, nichts, gar nichts davon und plötzlich so, dup, dup, jetzt machen wir mal hier Tanzchoreo und ich so, okay, why? Why not? Weil wir es können. Das, habe ich nicht verstanden. Verstanden habe ich auch nicht, aber das fand ich nicht so schlecht. Ich denke gerade nochmal so drüber nach, über diese ganzen anderen Filme aus dem Genre aus den letzten Jahren und ich finde, es gab halt andere, also zum Beispiel bei Gunpowder Milkshake fand ich damals die Action-Szenen viel besser als alles, was an Beziehungsarbeit und Dialogen und so gelaufen ist. Und dann gab es auch viele richtig schlechte, also keine Ahnung, ich habe, ob ihr euch noch an Jolt zum Beispiel erinnert. Ja. Das war auch ein richtig, richtig schlechter Female-Led-Action-Film und so. Und dann gab es halt viele, die so im guten Mittelfeld waren. Und dieser jetzt, da wie gesagt, also der, also auch würde ich sagen, gutes Mittelfeld und hat mich halt weniger auf der Action, mehr auf der Beziehungsebene abgeholt. Ich erinnere mich, Kate Beckinsale war das, ne? Aber ich weiß keine Details mehr. Ja, wo die immer unter Strom gesetzt wird. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Okay. Kate gab es noch, der war in Ordnung. Mit Kate ihr, war auch okay. Genau, mit Mary Elizabeth Winstead. Aber der war auch nicht so lustig. Also es war auch eher ein John Wick-like als ein Ghostbusters-like. Ach, jetzt ruft mein Muezzin. War Kate das mit dieser russischen Killerin? Oder verwechsel ich das? Nee, das war Russisch war Anna. Die nicht, da ging es um einen... Nee, das war Anna, glaube ich. Was Kate war mit Mary Elizabeth Winstead mit einem japanischen... japanischen Ach, Kind. Mit der pinken Innenbeleuchtung, oder? Mit Woody Harrelson als... Ja, genau. Ja, der war ganz okay. Aber da war ja nicht viel Frauen... Der war nicht so komödiantisch auch. Beziehung. Nee, der war ziemlich... Nee, war halt eine Frau, ja, klar. Ja, genau. Ja, und das ist die ja... Die Tochter. So, das ist dabei... So Frauen als Killerin, das ist ja nicht neu und das gibt's ja viel. Aber dass eben Frauen untereinander da auch Beziehungen pflegen. Naja, aber da gab's dieses Mädel. Also die waren schon zu zweit. Okay. Die Japanerin halt, ja, die stimmt, Tochter. Stimmt, ja, dieses Kind, ja, ja. Stimmt, ja. Stimmt. Aber den fand ich zum Beispiel nicht, der hat mich nicht so geärgert, weil der hat den zumindest den Action-Part komplett ernst genommen. Ja. Und dann, ja, dann gucke ich das auch total gerne und bin da auch fein mit, dass da all die Dinge, die dich so ansprechen, an den Filmen mitverhandelt werden. Gucke ich mir alles gerne an, aber ich finde, man sollte halt nicht irgendwie vergessen, die Teile, die man massiv Screentime einnehmen lässt, auch ernst zu nehmen. Und das gilt hier für den Film, für die Comedy und für die Action. Beides hat nicht gezündet. Die Sprüche waren ja auch, also das, was da komisch sein sollte, das ist ja auch größtenteils verreckt, die Witze in unserem Wolloises. Was fandest du denn an Jolt so schlimm, Becky? Ich habe den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Ich muss noch mal kurz in meine Review reingucken. Ich habe auf jeden Fall 1,5 Sterne gegeben von 5. Und ich erinnere mich, dass ich über den bei den Kulturpessimisten hergezogen bin. Echt? Meine Review war lustig. Supercut mit allen Laverne Cox-Szenen und gut ist. Dann kommt man auf 5 Minuten inklusive fliegenden Babys. Und ich denke, mehr wird man von diesem Film ohnehin nicht im Kopf behalten. Oh nee, wir haben dem viele Punkte gegeben. Andi hat dem 8 gegeben, ich 8,5 und Stefan 8. Na, guck das waren natürlich noch vor Jan Punkte. Das ist natürlich, kann man das nicht mit heutigen Punkten vergleichen. Das war halt, der hat halt versucht, Crank zu sein, der Film. Ja, stimmt, er war, ja klar. War halt Crank, ja. Ja. Ja, also ich würde in der Reihe von solchen Filmen dann eher nochmal den neuen Charlie's Angels oder vor allem The Spy Who Dumped Me mochte ich damals sehr. Der ist auch noch eher ein bisschen lustig als, also der hat auch, da wäre mit der Action auch nicht glücklich, aber der ist sehr, sehr lustig. Ja, das ist ja dann schon mal einer meiner Kritikpunkte vom Tisch, ist halt mit, der ist dann halt mit Kate McKinnon, der kann nur lustig sein halt. Das war die lustigste Frau der Welt. Okay, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist sie lustig, darauf können wir uns problemlos einigen. Gut. Gut. Haben wir noch? Hat noch jemand? Möchte noch jemand was loswerden? Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Gut. Nö. Dann ist Zeit zum Trinken, würde ich sagen. Achso, Punkte noch, oder? Punkte, ja, stimmt. Jetzt habe ich fast vom Tisch gewischt hier. Tut mir leid. Fang noch mal jemand an. Ich kann ja mal anfangen, dann könnt ihr danach. Ihr seid wahrscheinlich eher auf einem Level. Also ich habe bei Letterboxd 4 Sterne gegeben, die waren sehr wohlwollend. Wow. Ich würde in eurer Kategorie wahrscheinlich jetzt sowas wie 7,5 Punkte geben. Okay.
Fühlt euch nicht schlecht, ihr dürft auch sehr wenig Punkte geben. Musst du noch schwer atmen, Christoph? Soll ich mal übernehmen? Ja, musst du mal denken? Ja, mach du mal, mach du mal. Okay, also ich habe letzte Woche für Atlas, was haben wir gesagt? Peace to the Fallen, 3 Punkte. Also Atlas war schlechter, definitiv. Aber jetzt mal ehrlich, das hätte der Jan doch vorher wissen können, oder? Also, wer kommt denn auf die Idee, diesen Film vorzuschlagen? Naja, weil es nach lustigem Trash-Action-Quatsch, also ja, genau. Es hätte ja und das auch war's nicht, oder was? Ich habe eure Folge noch nicht gehört. War's kein lustiger Trash-Action-Quatsch? Naja, es war Trash-Action, aber halt, das hat, also es hatte keine so redeeming Qualities, die das irgendwie toll machen, das dann zu gucken. So, das war halt einfach, ist einfach nur Unfug gewesen, die auch noch scheiße aussah. So wie Mother auch. Also, was erwartet ihr? Ja, naja, Mother fand ich zum Beispiel spannender. Echt? Wow. Ja, egal. Okay, ja. Also, wie gesagt, da habe ich 3 Punkte gegeben. Da muss ich jetzt schon drüber, aber der ist für mich trotzdem unterm Schnitt und dann lande ich halt bei 4. Ja, geht mir ganz ähnlich. Mich hat er nicht so wahnsinnig geärgert wie dich vielleicht, aber ich fand den auch irgendwie zusammengestöpselt und ohne wirklich einen Schwerpunkt da zu haben, wo er hätte sein können, und die Action war lächerlich. Ich gebe dem 4,5. Gut. Dann trinken wir. Dann trinken, trinken wir. Drohnen die Rückstoßgeschosse ab, das kriege ich nach wie vor nicht. Ja, vor allem so unnötig, weil wir treffen ja nichts. Also, wie sollen wir da was treffen? Ist ja viel leichter, man stürzt sich einfach drauf. Aber sie ist richtig und gut, ne? Sie ist super, ja. Sie zielt einfach mit der Knarre ins Nichts und die Drohne kommt genau, exakt da hoch. Ein Schuss. Exakt da hoch, wo sie die Waffe eh gerade hinhält. Das ist so ein Glück. Super. Mhm. Das fand ich auch schlimm. So, trinken wir noch schlimmer. Aber das ist natürlich auch nicht neu, gell? So Männer, die einfach mit einem Schuss alles treffen, das haben wir ja auch schon jahrzehntelang gesehen. Da hat die Becky schon recht. Also Becky, was trinkst du denn? Ich habe ein bisschen länger überlegt. Ich hatte nichts Französisches da und ich trinke jetzt ein Godmother. Das ist natürlich eine gute Idee eigentlich. Sau gute Idee. Was ist denn da drin? Wodka und Amaretto. Das ist allerdings schon eine schlechte Idee. Auf Eis. Und es war kein Orange, also eigentlich soll man da noch so eine Orangenschale reinmachen, hatte ich nicht, habe ich Limettenschale reingemacht und noch ein bisschen von der Limette reingepresst, das hat dem Ganzen gut getan. Wodka und Amaretto, boah, das ist fies. Schmeckt nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ja? Wie so oft hier, ich habe schon oft hier Getränke mitgebracht, die nicht so schlecht geschmeckt haben, wie ich gedacht habe. Warum bringe ich eigentlich immer so Quatsch mit? Aber ich fand Godmother einfach, ich wollte was Passendes trinken. Ja, ja, auch wenn du jetzt, also ich meine, Godfather zu trinken wäre komplett unpassend gewesen zu dem Film und kommt deshalb nicht in Frage, wäre aber auch Amaretto und Whisky drin gewesen, ist also genauso furchtbar. Echt? Ich habe den Erinnerung, dass das irgendwie ernsthaften Drinks sind, aber habe ich wohl falsch in Erinnerung. Naja. Naja, Whisky und Amaretto, ich meine, das ist gesüßte Spirituose, das ist schon, an sich ist schon ein ernsthaftes Konzept, klar. Aber bei Wodka jetzt dann auch nicht anders, aber ich finde Amaretto-Mischgetränke meistens nicht so geil. Oh, wohl Frankfurt Sauer, super. Oh. Gut, ich bin irgendwie an diesem Italien hängen geblieben, ich habe dann so drüber nachgedacht, was habe ich was Französisches und auf so Pastis oder sowas hatte ich jetzt keine Lust. Französischen Wein hatte ich gerade keinen offen. Da habe ich gedacht, die waren doch auch kurz in Italien. Dann nehme ich was Italienisches. Ich trinke Grappa. Warum? Ich kann leider mit Grappa gar nicht. Oh, da gibt es so tolle. Könnte mit Amaretto, könnte mir den wunderbar. Was, Amaretto mit Grappa? Ja klar, statt Wodka, das würde genauso funktionieren. Bin ich ganz sicher, der Amaretto macht doch alles tot. Ich trinke Französisch und ich hatte mir erst Pommeau mitgenommen und habe jetzt aber beim Einschütten gemerkt, dass da irgendwas mit passiert ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es der letzte Rest der Flasche ist und dann ist unten einfach Rückstände drin, weil das ist ja Naturprodukt. Auf jeden Fall habe ich es, weil es so natürlich viel zu wenig Alkohol hat und es ist ja nur noch der Rest der Flasche, fülle ich es mit einem Likör aus Poire Williams und Cognac auf. Also im Endeffekt das ist das Birnen-Äquivalent zu Grand Marnier Rouge, würde ich sagen.
Und das zusammen mit Pomo, schöner Drink. Hat aber keinen Namen. Vielleicht Volös heißt der Drink. Ab heute. Mhm. Oder Wing Woman. Obwohl, nee, wir bleiben bei Französisch. Das ist zu sperrig, genau. Volös ist gut. Und sollte man natürlich nicht trinken, wenn man schwanger ist, ist ja klar. Gut, habe ich einen Drink gefunden. Das geht doch hier rucki zucki. Läuft, ja. Läuft. Es sind zwar beides Zutaten, die praktisch keiner zu Hause hat, aber egal. Ein Franzose hat sie vielleicht. Also, was haben wir denn als nächstes? Ich habe so im Gefühl, wir haben unheimlich viel Sandra Hüller noch im Gepäck. Aber die Überleitung machen wir über unsere Dame mit dem griechisch-französischen Nachnamen, den ich jetzt vergessen habe. Du kannst mir das nochmal sagen. Exarchopoulos. Genau. Denn die hat auch in einem Film mitgespielt, wo sie so nicht die zweite Hauptrolle, aber so die wichtigste Nebenrolle ist. Der heißt Sibyl, Therapie zwecklos. Oh, so ein deutscher Untertitel wieder, ne? Ich weiß, das ist wirklich grauenhaft. Aber Sibyl sagt halt auch wenig aus, gell? Das ist schon, grundsätzlich finde ich das nicht so schlecht, wenn Titel so wenigstens ein bisschen was aussagen, damit man dann eben auch nicht, wie es mir vorhin mit, ich habe schon wieder vergessen, Anna? Nee, der andere, Kate. Ging, dass man sagt, ja, welcher war denn jetzt welcher? War jetzt Kate die in Asien oder nee, die Russin? Schon, oder? So ein schöner deutscher Untertitel, Beverly Hills Cop, er löst den Fall auf jeden Fall. Muss schon sein. Ja, muss nicht, aber Beverly Hills Cop sagt ja alles aus, ja? Wenn, so ein Titel ist ja super. Ich scherze. Ich weiß schon. Dass diese deutschen Titel niemand gut findet, ist ja klar, aber das ist ja billig. Ja, handelt von einer Therapeutin, ist Psychiaterin, glaube ich sogar, oder? Psychotherapeutin. Oder Psychotherapeutin, die eigentlich gerne ein Buch schreiben möchte oder ein Buch weiterschreiben möchte und deswegen ihre ganzen Klienten abgibt oder abserviert, könnte man eigentlich auch sagen. Und dann kommt ihr aber noch ein ganz dringender Fall rein, eine junge Frau, eben gespielt von unserer Adele, wie auch immer, Sideropoulos oder so. Genau. Und die ziemlich aus der Bahn geworfen ist, die irgendwie schwanger ist, ganz frisch schwanger und aber nicht so recht weiß, ob sie das Kind kriegen soll und der Mann ist auch irgendwie extrem toxisch und die ist Schauspielerin und unsere Protagonistin nimmt den Fall oder nimmt sich des Falls an und verliert dann so ein bisschen oder verliert dann ziemlich ihre professionelle Distanz, reist dann mit der Schauspielerin nach Italien, da in Stromboli zum Dreh, wo dann eben auch Sandra Hüller eine Regisseurin darstellt und ja, weiß nicht, was man noch zu dem Film sagen muss. Er ist von Justine Triet und Arthur Harari geschrieben, die ja gerade den Drehbuch-Oscar für Anatomie eines Falls bekommen haben. Und auch Justine Triet ist auch hier Regisseurin. Mhm. Also es ist sozusagen das Vorgängerwerk zu Anatomie eines Falls, wenn du so willst. Ah, interessant. Das wusste ich nicht. Das heißt, es ist kein Zufall, dass Sandra Hüller da mitspielt. Ja, beziehungsweise es ist kein Zufall, dass sie in Anatomie eines Falls mitspielt. Oder so. Der ja dann danach stattfand. Ja, hier hat sie ja noch so eine relativ kleine Nebenrolle, die eine besonders großartige Szene haben darf, nämlich die auf dem Schiff. Ich weiß nicht, ob du die auch so großartig fandest wie ich, aber da fand ich sie einfach, das war Sandra Hüller Masterclass so und ich glaube fest, dass Justine Triet nach diesem Film entschieden hat, dass sie mit Sandra Hüller ein größeres Ding noch machen muss. Ja. Ja, über Sandra Hüller werden wir heute noch mehr sprechen. Ich bin dann, ja, ich muss mir da von dir noch was erklären lassen. Aber ja, die Szene ist super. Also klar, die ist vollkommen, ich meine, sie ist halt da so eine völlig durchgeknallte, kaum noch menschliche Regisseurin. Sie ist halt so ein Klischee-Abziehbild einer bösartigen Regisseurin. Aber er macht es schon super, klar, keine Frage. Sie ist ja nicht bösartig, weil sie Regisseurin ist, sondern bösartig, weil ihr
Partner gerade eine Liebesszene mit seiner Affäre drehen muss, von der sie, die schwanger von ihm ist, und sie muss das Ganze choreografieren. Also da kann ich die Wut schon sehr gut verstehen. Ja, das verstehe ich auch. Hat, glaube ich, in dem Moment wenig damit zu tun, dass sie Regisseurin ist, sondern eher, dass sie gezwungen ist, weil die Geldgeber sagen, du musst halt diesen Film jetzt mit denen fertig drehen, ob du willst oder nicht, und dann muss die das halt machen. Ja, das stimmt. Also zu verstehen ist das schon, ja. Aber jetzt mal zum Film oder zum, also mal so unabhängig von Sandra Hüller. Hat das für dich funktioniert? Also für mich hat es grundsätzlich gut funktioniert. Ich fand halt sehr spannend, also Sibylle, du hast jetzt so gesagt, na, sie gibt halt ihre Fälle ab und diesen einen macht sie jetzt aber, weil der so dringend ist. Der Lesart würde ich widersprechen. Ich würde sagen, diesen einen Fall kann sie nicht ablehnen, weil sie sofort merkt, dass sie selber sehr emotional involviert ist und weil sie ja ihr Buch, was sie schreibt, dann auch ziemlich an Margot, also der Figur, die sie jetzt therapieren will, sozusagen anlehnt und quasi das Buch über sie schreibt und einfach, ja, also wie du gesagt hast, ne, da, die verliert sehr schnell ihre Distanz, die sie haben sollte, und versucht halt besonders viel aus ihr rauszuziehen, was sie für ihr Buch so gebrauchen kann, und merkt dann auch ja später, dass das natürlich auch ganz viel mit ihrer eigenen Vergangenheit und ihrer Beziehungsunfähigkeit und wie es war, als sie mal schwanger war von jemandem, mit dem sie eine Affäre hatte und sich entschieden hat, das Kind zu bekommen, und heute hat sie diese Tochter, aber den Mann hat sie verloren und so weiter, und da verschwimmt ja sehr viel so miteinander. Und natürlich ist es vollkommen verwerflich, sozusagen aus moralischer Sicht, dass sie das tut. Aber ich finde, für den Verlauf dieses Films ist das schon eine sehr spannende Prämisse. Und auch wie dann immer wieder eingewoben wird, was so ihre eigene Geschichte ist und was das jetzt mit ihr macht und was das mit ihr und der Beziehung zu ihrem Kind macht und mit der Beziehung zu ihrem jetzigen Partner, von dem sie ja dann auch am Ende sagt, es ist eigentlich sehr gut, dass sie so eine distanzierte Beziehung zu ihm hat, weil das die einzige Art von Beziehung ist, die sie noch führen kann und so. Also ich hatte das Gefühl, obwohl sie so ein sehr komplexer, komplizierter Charakter ist, hat man sie am Ende des Films sehr gut verstanden über die Handlung, die stattgefunden hat. Ja, bin ich beim meisten bin ich dabei. Ich habe ihre Beziehung zu ihrer Tochter nicht ganz verstanden und auch, dass die einfach, die lässt sie ja im Endeffekt einfach zurück, gell? Also das fand ich irgendwie seltsam. Naja, aber sie lässt sie bei ihrem Partner, der als ihr Vater quasi schon immer da ist, also. Ja, aber also da war mir einfach ein bisschen wenig Mutter-Tochter-Beziehung. Also da, das war irgendwie so, fand ich sehr lapidar, wie damit umgegangen wurde. Aber glaubst du, der Film geht zu lapidar damit um, oder ist es nicht eigentlich, dass der Film zeigt, dass sie zu lapidar damit umgeht? Ja, genau. Nee, sie geht da. Ich meine, da war ja auch noch eine Suchtgeschichte, war ja auch noch, genau. Wurde ja auch noch miterzählt. Also das habe ich schon abgekauft. Womit ich ein bisschen Probleme hatte, waren zum Teil die Zeitsprünge. Das war so, wer ist denn der Typ jetzt und wie jetzt? Aber gut, war halt so erzählt. Also das konnte man alles so machen. Und ich fand das auch, also ich fand das stimmig mit einem roten Faden erzählt. Und also mir hat der Film gut gefallen. Also es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber der hat, also von allen Filmen, die wir heute besprechen, ist derjenige, der für mich am besten funktioniert hat. Dann wirst du auch Anatomie eines Falls mögen. Also, genau. Also ich würde sagen, die mussten Sibyl machen, um danach Anatomie eines Falls machen zu können. genau, auch, also der hat ja noch viel, also ich würde behaupten, Anatomie eines Falls hat dann noch viel mehr moralische Grauzonen als dieser Film sozusagen. Aber das ist hier schon sehr angelegt, finde ich, dass das so ein bisschen das Thema von Justine Triet ist, dass es halt so Dinge gibt, mit denen man moralisch absolut nicht einhergehen würde, so, aber man versteht halt irgendwie, wo es herkommt in den jeweiligen Personen. Und also ich glaube, das ist, also wäre meine Theorie, vielleicht möchten andere Leute, die noch mehr Filme von ihr gesehen haben, was dazu sagen in den Kommentaren, aber das wäre meine Theorie, dass das so ihr Thing ist beim Filmemachen. Ja,
Ja, und die Hauptdarstellerin fand ich sehr, sehr gut, sehr passend in der Rolle. Die kannte ich noch gar nicht. Kanntest du die schon von irgendwas? Nee, kannte ich. Ich glaube, die kannte ich nicht. Nee, war mir auch noch nicht begegnet. Aber die hat also Virginie Efira heißt sie. Genau. Ja, nee, ich glaube, ich habe die noch nie gesehen. Aber die hat wirklich, also die hat sowohl diese unprofessionelle Therapeutin, als auch diese Suchtkranke, als auch die Liebende, als auch die, natürlich die Erotik, es waren auch krasse Erotik-Szenen drin, fand ich alles sehr, sehr überzeugend und fand ich sie sehr gut. Also auch auf der Insel dann später, also war. Auch die Szenen bei den anonymen Alkoholikern fand ich besonders gut. Ja, muss genau, sagen. Fand ich auch super. Ja, nee, ist die, also sie war wirklich gut. Erstaunlich. Auch die Beziehung zu ihrer Schwester, die ja auch nur so eine ganz kleine Nebenrolle irgendwie spielt, aber die zwei, drei Mal, wo das dann auftaucht, also ich finde das alles extrem stimmig so. Ja, fand ich auch. Nee, von mir Empfehlung, also durchaus guter Film. Ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich nie geguckt, wenn ich nicht gerade versuchen würde, alles von Sandra Hüller zu gucken und er zufällig in der Mediathek war und bin jetzt sehr froh, dass ich es deshalb gemacht habe, auch wenn es natürlich nicht wegen Sandra Hüller jetzt ein besonders guter Film ist, die ja nur so eine kleine Nebenrolle hat. Ja, und war das jetzt Zufall, dass die Adele Exarchopoulos da mit drin ist oder hast du die gesehen und also gesagt, passt heute, dann nehmen wir den heute mit oder was? Also das war tatsächlich dann so ein bisschen, also ich hatte halt erst die Bill gesehen und dann hatte ich mir überlegt, dass ich Voleuse hier mitbringen will. Okay. Und dann dachte ich, wenn ich schon Voleuse mitbringe, dann könnte ich ja auch noch über Sibyl reden. Dann haben wir die Verbindung über die Darstellerin. Verstehe. Yes. Oh, der Drink ist ziemlich gut. Mann. Sehr süffig. Von dir erfunden in dieser Sendung. Voleuse. Ein paar Bitter müssen noch rein. Es sind ja auch drei. Es muss drei Zutaten haben. Ich werde da später mal noch ein bisschen Peach-Bitter reinhauen. Mhm. Wenn wir das nächste Mal in der Gegend sind, hätte ich den gehabt. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kommen wir mal vorbei. Was haben wir denn noch? Jetzt geht's bergab. Jetzt kommt ein Film, den der Bob zum Teil geschaut hat. Zum Teil, wirklich, also zwischen 3.10 Uhr und 3.25 Uhr oder so. Dann mach du doch mal die Zusammenfassung. Also so eine Frau ist in einem Hotelzimmer und danach geht sie ins Büro und irgendwo da habe ich abgebrochen. Also, sie läuft noch ein bisschen in der Gegend rum. Es geht um alle reden übers Wetter und mehr weiß ich darüber nicht. Also es geht natürlich nicht darum, dass sie die ganze Zeit im Büro sitzt, dann wäre der Film ja langweilig, sondern eigentlich ist es ein Film, da geht es über den, wie soll ich sagen, den akademischen Aufstieg einer Frau aus einem ostdeutschen ArbeiterInnenmilieu, die quasi jetzt Philosophie, also eine Doktorarbeit in Philosophie schreibt und sich sehr viel irgendwie mit großen philosophischen Fragen beschäftigt, die ihre Ehe ist kaputt gegangen und ihre Tochter, die ist glaube ich so ungefähr 16, lebt bei dem Vater und sie sieht ihn nicht so häufig und sie fährt dann quasi mit ihrer Tochter zusammen zum Geburtstag ihrer Mutter zurück in die alte Heimat, wo alle Leute halt überhaupt nichts damit anfangen können, was sie macht und wo sie und ihre Tochter auch nicht so richtig viel damit anfangen können, was die Leute machen. Und dann geht's halt darum, ja, wo man herkommt, wie viel das von der eigenen Identität so ausmacht und ja, was das so mit drei Generationen oder sogar vier Generationen Familie macht, die gemeinsam am Tisch sitzen und über nichts miteinander reden können, außer übers Wetter. Also so, wenn ich zu Weihnachten auf Mastodon die Timeline durchscrolle, dann ist das der genau. Plan. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, genau. Genau. Was ich mich gefragt hatte, was sollte diese Sandra Hüller-Rolle hier? Das war doch eigentlich vollkommen unnötig, diese ganze Geschichte, die da erzählt wird, oder? Also Sandra Hüller spielt ja eine ehemalige Doktorandin von Claras, also Clara ist die Hauptfigur, von Claras Doktormutter. Und ich glaube, und die spricht halt sehr klar aus, dass das eine sehr schlechte Erfahrung für sie war, unter ihr diese Doktorarbeit zu schreiben und sozusagen von ihr so ausgebeutet zu werden und gezwungen zu werden, sich in so einen bestimmten Habitus hineinzubegeben. Und ich glaube, die Rolle braucht es halt, damit Clara anfängt, das auch so ein bisschen zu hinterfragen und dass wir sozusagen als Zuschauende wissen,
wenn sie jetzt zurück in ihr ostdeutsches Heimatdorf fährt, dann muss sie einerseits den Leuten gegenüber verteidigen, was ihr Thing ist, nämlich eine Doktorarbeit in Philosophie schreiben, weil die das nicht verstehen. Aber gleichzeitig ist es halt auch nicht immer das Nonplusultra für sie, weil der Wissenschaftsbetrieb halt kacke ist und sie sich da Leuten anbiedern muss, die vielleicht auch nicht das sind, wo sie zugehören will eigentlich, sondern eigentlich will sie nur Philosophie machen. Also ich glaube, die ist so ein Vehikel, die ist ja auch nur, die ist ja nur da 3 Minuten zu sehen, so ungefähr, ne? Die Rolle von Sandra Hüller. Also die ist, glaube ich, ein Vehikel, um Claras Struggle nochmal mehr darzustellen. Ich habe meiner Frau gesagt, wir schauen jetzt einen Sandra Hüller-Film. Ich möchte anmerken, dass ich nicht angekündigt habe, dass das ein Sandra Hüller-Film ist, sondern du sagtest, wollen wir den nicht noch auch gucken? Ich habe gesehen, du hast ihn gesehen. Ja, stimmt. Meine Frau meinte nach dieser Szene, meinte meine Frau dann so, also bisher ist jetzt nicht so wahnsinnig viel vorgekommen und dann kam es halt gar nicht mehr vor. Aber man kann vielleicht noch sagen, dass also Annika Pinske, die Regisseurin, das ist quasi ihr Regiedebüt, dieser Film, und die war vorher Regieassistentin bei, Trommelwirbel, Maren Ade, die Toni Erdmann gemacht hat. Also da gibt es auch die Verknüpfungen und Verstrebungen miteinander. Ja, der Film hat eine Parallele zu Toni Erdmann, wahrscheinlich zu ganz vielen anderen deutschen Filmen auch noch. Was mich ziemlich stört, ist, dass der so musiklos ist und dadurch finde ich auch ein bisschen freudlos oder sogar ziemlich freudlos. Ich meine, klar, er will ja auch freudlos sein, aber das scheint irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein deutsches Ding zu sein. So Filme einfach mit so ein bisschen unangenehmen Hintergrundgeräuschen, ohne Filmmusik zu spielen, mit einer Kamera, die so ein bisschen nach Videooptik zum Teil aussieht. Es macht mir einfach ästhetisch, macht mir das so wenig Spaß. Das hätte ich dir halt auch vorher sagen können, Christoph, dass du diesen Film nicht mögen wirst. Nachdem ich eure Diskussion über hier Roter Himmel gehört habe, war mir so klar, dass dieser Film nicht dein Traum sein wird, aber... Das macht ja nichts. Aber ja, genau, an Roter Himmel musste ich auch ein bisschen denken, weil da ist das auch so. Ist das so ein Ding im momentanen deutschen Kinofilm oder was? Nee, ich glaube, das ist ein Kunstfilm-Ding. Ja, das kann man... Meinst du? Ist das ja. so? Ja, ja, und auch, dass die Leute immer so betont abwesend miteinander reden. Das ist so dieses Erste, wie der Film schon anfing in diesem Hotelzimmer und sie da mit ihrem Typen redet. Ja. Das geht mir auch nicht runter. Ist natürlich, Leute, das ist ein Regiedebüt, ne? Das hat nicht viel Geld gehabt, dieser Film. Ja, da wird vielleicht auch, Musik nicht das Wichtigste gewesen sein, auf dem ich will hier eine Geschichte erzählen und was kann ich umsetzen mit dem Geld, was ich habe, so. Nee, aber ich hab das Gefühl, das ist bewusst so gemacht, weil das ist, bei Toni Erdmann ist das ja auch so, gell? Ja, aber also, über den reden wir gleich nochmal ganz besonders, weil das ist einfach für mich, also es sind zwei Welten von Filmen, die nichts miteinander zu tun haben für mich. Warum, inwiefern? Jetzt erzählen wir dann bei Toni Erdmann. Nee, erzähl doch was du hier zu dem Film, ich weiß ja, dass du ein Fan bist von Toni Erdmann, das kann man ja schon sagen oder hast du ja schon häufig naja, gesagt. Naja, das hier ist ja keine Komödie, Toni Erdmann ist ja die lustigste Komödie, die Deutschland in den letzten 25 Jahren hervorgebracht hat. Okay. Also da siehst du den Unterschied. Nicht darin, wie gut er dir gefällt, sondern einfach, dass es eine andere, dass es ein anderes Genre. Auch, wie gut er mir gefällt. Aber was ich jetzt vor allem meinte, war, dass es halt ein ganz anderes Genre, ein ganz anderer Production Value, ein ganz anderes, also der andere Film, also Toni Erdmann arbeitet ja sehr viel mit Metaphern und mit Dialogen, in denen so viel unter der Oberfläche drin steckt, da wird halt ein Satz gesagt und da schwingen halt immer 20 andere Sätze mit. Und das passiert hier in der einen Szene am Tisch auch, wo die vier Frauen der Generation sozusagen am Tisch sitzen. Da ist vielleicht eine kleine Parallele. Aber ansonsten würde ich sagen, wird hier ja eine sehr literal Handlung erzählt und in Toni Erdmann geht es ganz viel um die Metaebene. Aber warum muss ich das so unangenehm anfühlen? Ja, ist halt so ein, ich bin halt kein Kunstfilmschauer, das ist halt das Problem. Das wird es halt sein, ja. Okay, du redest jetzt über den hier? Ich rede jetzt über, ich,
Ich rede jetzt über den hier. Ja, nee, warum? Ja. Ja, warum muss ich das so? Ich glaube, der fühlt sich unangenehm an, weil sich das für Clara von Anfang bis Ende unangenehm anfühlt, genau, was da passiert. Insofern finde ich stimmig, weil klar, gerade dann in der ostdeutschen Provinz da, das ist halt super unangenehm. Diesen Nazis da noch, oh, das ist halt und wirklich die einen schlagen ihre Kinder, die anderen hören irgendwelche ätzenden Schlager und die anderen ätzende Nazi-Musik. Genau, ja. Ja, und trotzdem ist das halt ihre Heimat und sie versucht damit klarzukommen, dass das auch sie ist. Also dass es auch ein Teil von ihr ist, den sie halt in ihrer Akademikerwelt nicht ausleben kann und dass sie deshalb immer zwischen den Stühlen sein wird, ihr ganzes Leben sozusagen. Das ist ja die Realisation, die sie hat während dieses Films. Ja. Ja. Ich habe da nicht mehr viel zu beizutragen. Also ich glaube, das ist kein Film für jeden, aber er ist noch eine Weile in der Mediathek und deshalb, also wenn man irgendwie so ein bisschen sich… Ist der nicht direkt einen Tag später rausgeflogen? Nee, das war der andere. Das war Sibyl. Ach, das war der andere. Sibyl ist nur bis gestern in der Mediathek gewesen. Alle reden über das Wetter, ist noch ein paar Wochen. Ja, du hast recht. Bis 2.11. Juni, ja. Genau, könnt ihr noch, wenn ihr sowas irgendwie interessant findet und oder vielleicht selber so eine Biografie habt oder so, ich glaube, dann wird man darin schon einiges wiederfinden. Und ja, falls ihr mehr Zeit braucht, sei euch Mediathek View empfohlen. Richtig. Ein Programm, das man ohnehin haben sollte. Wo man Mediathek-Filme runterladen kann, oder? Genau. Ja. Ja, auch so wiederkehrend. Oh, alles, was in der Mediathek ist und von den Öffentlich-Rechtlichen wieder depubliziert werden muss, kann man sich dort sichern sozusagen. Genau, und du kannst auch so Sachen abonnieren, wenn irgendwie eine Serie immer eine neue Folge kommt oder so, dann kannst du dem Ding auch sagen, dass es dann, wenn es da was legal? Neues findet, ist da. Okay. Es gibt schon so lange, ich glaube, wenn es eine rechtliche Handhabe gäbe, hat nie jemand nachgefragt. Dann hätten die Sender ist vermutlich vor Gericht versucht, aber ich bin da nicht in die Details eingeweiht, keine Ahnung. Jetzt illegal ist wahrscheinlich nicht, diese App zur Verfügung zu stellen, sondern sie zu benutzen. Achso, dann haben wir davon definitiv abgeraten und möchten auf gar keinen Fall, dass ihr auf mediathekview.irgendwas. geht und mit Unfug anstellt. Wollen wir nicht, nein. Nee. Gut, dann mache ich eine Kapitelmarke und jetzt kommen wir dann wohl zu Benny Erdmann, wenn ich das richtig sehe. Genau, wenden wir uns dem Elefanten im Raum zu. Becky, um es gleich vorwegzunehmen, ich glaube, ich habe den Film nicht verstanden, denn ich kann ihm nicht annähernd so viel abgewinnen wie du und ich befürchte, du musst ihn mir erst mal erklären, bevor wir drüber reden können. Also auch vielleicht da sollte ich auch einmal vorweg schicken, für mich ist das einer der 5 besten Filme, die ich in meinem Leben geguckt habe. So, also der ist wirklich extrem dear to me und keine Ahnung, in meiner Beziehung gibt es, also hier in meiner Ehe sozusagen, es gibt sehr viele Toni Erdmann Zitate, die hier immer kreisen und verwendet werden und also das ist einfach, ja, dear to me. Unbelievable. Also für mich hat er ihn, ich habe ihn direkt in den ersten paar Minuten habe ich ihn schon verloren oder hat er mich verloren. Diese schwanke Kamera ohne Musikunterlegung natürlich auch wieder vor der Tür, irgend so ein Paketbote wartet, bringt irgendwas und man sieht nur minutenlang schwanke Kamera zu, wo ich mir denke, was soll diese Scheiße? Und dann kommt der Protagonist mit diesen falschen Zähnen und der Perücke, wo ich mir auch denke, so, was ist denn das für ein Humor? Nicht meiner offensichtlich. Aber Becky, was habe ich nicht verstanden an B-Ebene? Naja, also ich würde sagen, der Film hat halt super, also er hat nicht nur eine B, sondern auch eine C und eine D und eine E-Ebene so ungefähr. Und also es ist einfach sehr vielschichtig und vielleicht erstmal auf der Handlungsebene. Also es geht ja um Ines. Ines ist die Hauptfigur, gespielt von Sandra Hüller, die so eine Unternehmensberaterin ist, die in Rumänien mit ihrer Beratung Jobs abbauen soll in irgendeinem Betrieb und ihre Karriere hängt sozusagen davon ab, dass sie das besonders gut hinkriegen mit dem Jobs abbauen und dadurch Geld für den Auftraggeber scheffeln sozusagen. Und das Ganze halt auch auf so eine bisschen, ja, also ich will jetzt nicht sagen kolonialistisch, aber schon sehr, ne, so die Westlichen, die Deutschen kommen nach Rumänien und machen
da die Leute, die eh schon ausgebeutet werden in irgendwelchen Baujobs sozusagen, denen nehmen sie jetzt auch noch diesen Job weg. Und also irgendwas mit War Öl. Das nicht Ölindustrie? Ja, genau, da geht es um irgendwas mit Öl und Abbau von Öl und genau. Also die, auf der einen Seite Firmen, die sehr viel Geld verdienen, auf der anderen Seite ArbeiterInnen, die sehr wenig von diesem Ganzen mitkriegen. Und sie halt mittendrin als die, die in ihrer Firma gerade Karriere machen will und sich ihrem Chef gegenüber behaupten will und jetzt zeigen will, dass sie das hinkriegt. Und dann kommt eben ihr Vater, Winfried, zu Besuch, der so ein bisschen das Gegenteil davon ist, was sie an dieser Stelle darstellt und versucht ihr das auf verschiedene Arten und Weisen im Laufe seines Überraschungsurlaubs zu zeigen. Und eine der Sachen, die er eben immer macht und die wohl früher ein Fing zwischen den beiden war, ist, dass er halt so laienschauspielmäßig sich so ein schlechtes Gebiss einsetzt und eine Perücke aufsetzt und dann ist er nicht mehr Winfried, sondern dann ist er Toni Erdmann. Die titelgebende Figur sozusagen. Und als Toni Erdmann taucht er eben dann auch im Laufe des Films öfter mal zum Beispiel bei ihrer Arbeit auf oder geht irgendwie shoppen im Einkaufszentrum beim Aldi und guckt sich halt bei Lidl, Entschuldigung, siehst du, ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe Lidl und Aldi verwechselt. Genau, und also er versucht sozusagen auf verschiedene Arten, die ganz viel über Beziehungsebene sozusagen gehen, zu versuchen, dass sie selber darauf kommt, dass das, was sie denkt, gerade zu wollen, nicht das ist, was sie will. Und zwischendurch passiert halt noch ganz viel anderes. Also es gibt so viele Szenen, die einfach, keine Ahnung, also es gibt die Szene mit den Petit Four zum Beispiel, Liebig zum Beispiel, die Szene mit der die Käsereibe ist einfach legendär, also die Filmlöwinnen haben zum Beispiel damals, als der Film rauskam, auch eine Käsereibe verlost, eine richtig gute Käsereibe natürlich. Einfach, weil es so eine angenehm, extrem unangenehme Szene ist, oder? Es ist doch alles unangenehm in diesem Film. Ja, genau, aber also, ich verstehe nicht, was du daran so feierst. Es ist einfach unheimlich unangenehm und peinlich. Also diese Film ist halt gleichzeitig wahrscheinlich, also der Film ist gleichzeitig antikapitalistisch bis zum Umfallen und spricht über Beziehung zwischen einer Tochter und einem Vater und das nicht auf so eine einfache Art von am Anfang ist alles schwierig und dann gibt's ein paar Aufs und Abs und am Ende ist alles gut so, sondern es gibt so zwei Arten von Katharsis in dieser Beziehung, würde ich sagen. Die erste ist als der beste Einsatz des Liedes The Greatest Love of All, der jemals in einem Film stattgefunden hat. Nämlich Sandra Hüller singt am Klavier The Greatest als Miss Schnuck, die Assistentin des Botschafters. Sie fängt dann auch an, in dieses Laienschauspiel ihres Vaters mit einzusteigen, ist dann die Sekretärin des Botschafters und singt als solche The Greatest Love of All, Miss Schnuck. Schönste Szene überhaupt. Da ist so der erste Katharsis-Moment, würde ich sagen. Und der zweite große, den man ja auch von jedem Plakat und jedem anderen kennt, ist, wo dann der Vater in diesem großen, haarigen Monsterkostüm durch die Straße läuft und sie von dieser Nacktparty, die sie gegeben hat, ihm entgegenrennt und laut Papa ruft und in seinen Namen liegt. Und das ist aber eben nicht das Ende des Films, sondern es gibt noch ein Finale des Films, das sehr bittersüß ist, würde ich sagen. Das zeigt, dass trotz dieser sehr kathartischen Momente und trotz dessen, dass sie sich entwickelt hat und sich dagegen entschieden hat, für immer diesen Job zu machen und verstanden hat, dass es auch irgendwie nicht das war, was sie wirklich wollte, trotzdem ist die Beziehung zwischen den beiden jetzt nicht mit einem Schnips gut geworden und trotzdem weiß sie immer noch nicht, was sie vom Leben will und trotzdem ist eine Schauspielebene die einzige Ebene, in der sie mit ihrem Vater echt kommunizieren kann. Also die können das quasi nicht
wenn sie sie selbst sind, sondern immer nur, wenn sie in so Rollen einsteigen. Und da wird es halt super bittersüß und deep, was diese Beziehung zwischen den beiden angeht. Hm. Bittersüß und deep, das, ja, habe ich nicht gesehen. Aber ja, es gibt eine gewisse Annäherung. Ich weiß nicht, ich habe ja noch keine, ich glaube, die einzigen Sandra Hüller-Filme, die ich gesehen habe, waren jetzt die drei, die ich in den letzten zwei Tagen gesehen habe. Und sie spielt halt jedes Mal ultra unangenehme Personen. Keine Ahnung, ich müsste vielleicht mal in irgendwas schauen, wo sie nicht ganz so ätzend ist. Also ich fand sie richtig ätzend. Ich will sie jetzt gar nicht, als Schauspielerin möchte ich sie gar nicht verhenkern, aber es, keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo sie nicht so super ätzend ist? Also, es kommt jetzt im Juni ein neuer Kinofilm mit ihr raus, mit ihr und Max Riemelt. Ich glaube, der ist ein bisschen gefälliger, okay, was ich so vom Trailer bisher gesehen habe. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber der kommt jetzt 21. Juni oder sowas. Ansonsten, sie hat auch in diesem Brüder-Road-Movie mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger damals mitgespielt. Da ist es auch so ein bisschen so eine gefälligere Rolle. Stimmt. Okay, da habe ich sie gesehen, ja. Aber das ist halt alles nicht das, was sie gut kann, würde ich behaupten. Also das, was sie gut kann, ist halt das, wo du sie jetzt gesehen hast. Ja. Nämlich diese sehr moralisch grauen Charaktere zu spielen, auf eine sehr unnahbare Art und Weise, in der sie in jeder Sekunde irgendwie klar macht, ich muss dir nicht gefallen. So, ich bin nicht hier, um für dich irgendwas zu geben oder für dich irgendwie da zu sein oder so. Sie spielt ja auch, also wofür sie ja in Deutschland auch sehr bekannt ist, ist, dass sie in Bochum im Theater den Hamlet spielt seit vielen Jahren. Mhm. Und, nee, warte mal. Bevor ich jetzt Quatsch erzähle, ich glaube, es ist Hamlet. Warte, nee, oh Gott, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle. Warte mal, es ist irgendein Shakespeare-Stück, das ich schon immer mal sehen wollte. Figur, oder? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Bitte schneiden, bitte schneiden. Wir schneiden nicht. Ich weiß doch, ich weiß ich doch. Sagen, wir schneiden ich nicht. Weiß doch. Warte mal, Sandra Hüller, Theater Bochum. Ich habe einen Edit-Marker hingemacht. Wir tun dann später so, als ob es nicht ganz so lang war. Ja, es ist Hamlet. Es ist Hamlet. Hamlet. Ja. Alles gut. Aber Biggie, du hast den Google-Contest verloren. Ja. Sehr gut. Genau. Und also ja, und dafür ist sie halt theatermäßig sehr bekannt. Spielt sie die Hamlet-Figur darin? Oder? Mhm. Okay. Genau. Ja, und das spielt sie seit Jahren und damit waren die auch schon beim Theatertreffen in Berlin und so. Das muss eine super tolle Inszenierung sein. Und die kommt halt vom Theater. So, das ist vielleicht auch das, was so irgendwie special an ihr ist. Ja. Und dabei ist sie halt trotzdem, also es gibt ja auch so ein, zwei deutsche männliche Schauspieler, die ähnliche Rollen spielen, würde ich sagen, und auf eine ähnlich unnahbare Art und Weise, die aber dabei in jedem Interview mehr zum Arschloch sich zeigen. Und das ist bei ihr halt nicht so. Ah, okay. Also sie ist halt. An wen denkst du da jetzt? An Lars Eidinger zum Beispiel. Ah, okay, ja, okay, krass, ja. Der ist einfach ein Arschloch, ja. Und genau, und der ja aber wirklich auch so eine Art hat, Rollen zu spielen und so eine unnahbare Art und so eine sehr theatrale Art und auch immer wieder sehr gute Schauspielleistungen, die wahrscheinlich niemand außer ihm so hätte machen können in Filmen so hat, aber der halt mit jedem Interview, was er irgendwo gibt, unsympathischer wird so. Und Sandra Hüller, die ist halt, die gibt Interviews und ist einfach extrem lässig und cool und empathisch und lässt sich auch von irgendwie männlichen Interviewern nicht so in so eine Ecke navigieren, sondern macht irgendwie ihren Punkt und so. Also die ist einfach extrem cool. Mhm. Ja. Ja gut, darüber weiß ich natürlich jetzt nichts. Ich habe jetzt halt nur dieses Bild von ihr. Also gerade in, also sie ist halt so ultra kalt gewesen in dem Film. Also ich glaube, was du vielleicht nochmal versuchen könntest, ist, ich bin dein Mensch. I'm Your Man, das war dieser von Maria Schrader regissierte Film. Direktierte Film vor 2 oder 3 Jahren mit Dan Stevens, der einen Androiden spielt, der
Also da ist auch nicht Sandra Hüller die Hauptfigur, sie ist nur die, die den Androiden sozusagen an die Hauptfigur verkauft und immer mal wieder vorbeiguckt, ob alles funktioniert. Mhm. Genau, da geht's quasi um, also so ein klassischer philosophischer, was für Rechte und wie menschlich sind eigentlich Androiden und so. Film. Das klingt sehr gut, das ist wohl eher mein Film. Ich finde auch Maria Schrader als Regie super. Ja, ja, total, total. Das, ja. Also nee, der könnte dir besser gefallen. Anderen Leuten würde ich vielleicht noch In den Gängen empfehlen, aber ich weiß nicht, ob er was für dich ist. Aber In den Gängen, den hat Christopher euch ja auch schon empfohlen, weil da auch Franz Rogowski dabei ist, weiß ich, ist auch, also deshalb, ich weiß nicht, ob der für dich das Richtige ist, aber das ist sonst auch noch ein fantastischer Film mit ihr. Und eben aus dem letzten Jahr Zone of Interest und Anatomy of a Fall. Also ja, da bin ich natürlich gespannt drauf, auf die beiden, ist klar. Ja, aber also bei diesem Film ist halt für mich eine extrem kalte, unheimlich unangenehme Protagonistin. Hm. Ein auch unangenehmer Protagonist, der immer wieder mit dem gleichen Gag um die Ecke kommt, der mich einfach genervt, den ich einfach nicht zeitgemäß fand. Aber klar, er das soll ja das ist halt nicht, die einzige Weg, er wie er mit seiner Tochter kommunizieren kann. Also der einzige Weg, wo die Figur sein. Genau, das ist der einzige Weg, das sind die einzigen Momente, in denen die ehrlichen Austausch miteinander haben, auf einer, also nicht in den Worten, sondern in dem, wie sie sich Dinge sagen. Das ist immer nur, wenn er Toni Erdmann ist. Das ist wahrscheinlich zu subtil für mich. Dass er und dann war, dass das so freudlos sein muss, ohne Musik und mit dieser Schwanke-Kamera. Also lass dir gesagt sein, du bist natürlich nicht der Einzige, der das so sieht. Also ich glaube, Toni Erdmann ist einer der spaltendsten Filme der letzten Jahre in Deutschland. Den lieben die Leute oder hassen sie. Es gibt wenig Mittelmaß bei den Reviews. Ich höre hier immer aus dem Teil meiner Bubble, die ihn geschaut hat, was ihr seid, dass der über alles super, wahnsinnig lustig, der beste Film überhaupt ist. Also ich kenne noch nichts Negatives über den Film. Hm. Also es ist halt zum Beispiel einer der wenigen Filme, auf die ich mich richtig gut mit Christiane einigen kann. Das ist zum Beispiel, da sind wir sonst oft ein bisschen auseinander, aber Toni Erdmann lieben wir beide sehr, sehr, sehr. Vielleicht ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen, aber ja, das ist wirklich, deshalb kann man bei dem auch nicht so richtig vorhersagen, ob jemand den mögen wird oder nicht. Nicht so wie bei dem davor, wo ich vorhersagen konnte, dass du den nicht so mögen wirst. Bei diesem kann ich das nicht so vorhersagen. Also wie gesagt, meine Timeline ist da voll mit 5-Sterne-Reviews oder 2-Sterne-Reviews so. Also da gibt's einfach wenig. Und es gibt viele Leute, die sagen, warum dieser Film 2,5 Stunden sein muss, der hätte in 1,5 Stunden genauso funktioniert und so. Ja, genau. Also du bist nicht alleine damit. Ja, aber es ist halt auch einfach bei so subtilerem Humor, und das ist ja subtilerer Humor, da ist man halt dabei oder nicht. Und es ist halt nicht mein Humor. Und dadurch ist er dann mir eben auch zu lang, weil ich brauche keinen Film, der eigentlich lustig sein soll und der mich aber auf der lustigen Ebene überhaupt nicht kriegt. Dann ist halt, dann sitze ich halt fassungslos davor, gell? Und so war das halt. Ja, ich scroll hier gerade nochmal durch Letterboxd. Also es gibt auch 1-Sterne-Reviews unter meinen Followern, aber eben wenig so 3 Sterne, sondern die Leute lieben oder hassen den so. Ja, nee, ich gehöre da leider zu Letzteren. Aber ich bin halt auch kein Kunstfilmgucker und das ist schon auch ein Kunstfilm, oder? Ja, aber ganz anders Kunstfilm, als es zum Beispiel Roter Himmel war, würde ich sagen. Findest du? Ja. Warum? Weil. Also Roter Himmel hat mir viel besser gefallen, by the way. Also ich mag die ja beide sehr. Also Roter Himmel bei mir ein 4,5-Sterne-Film und wie gesagt, Toni Erdmann, einer der am nächsten an meinem Herzen seiende Film überhaupt in meinem Leben. Aber ich finde die trotzdem sehr unterschiedlich. Also weil Toni Erdmann hittet irgendwie auf so vielen, also keine Ahnung, die gucke ich auch jedes Mal und dann fallen mir andere Sachen auf und so. Jetzt habe ich Roter Himmel erst einmal gesehen, vielleicht passiert das da auch noch. Aber den finde ich halt nicht annähernd so lustig. Und den finde ich, also der ist so ziemlich eindeutig in dem, was er ist. Versteht man das? Der ist so, der will halt auch ein Kunstfilm sein. Und Toni Erdmann ist an manchen Stellen halt auch einfach eine Komödie. Und wenn halt diese The Greatest Love of All Szene ist, das ist so, die hätte es nicht gegeben bei Roter Himmel. Hm. Ja. Ja, aber dafür bei Roter Himmel, die Szene, wo er sich selbst sein Buch vorlesen soll, das ist halt so lustig. Stimmt. Also.
und gar nicht will und dann weiter gezwungen wird, weiterzulesen. Das fand ich wirklich lustig. Also da waren wirklich Szenen drin, die ich wirklich lustig fand. Ja, gut, stimmt. Ja. Du hast recht. Ja. Nun gut, also Bob, du musst den Film nicht sehen, er wird dir auch nicht gefallen. Ich glaube, ich habe mal angefangen, aber dann war es irgendwie nicht der richtige Abend und dann habe ich wieder aufgehört. Ich weiß, das ist aber Ewigkeiten her. Von daher, ja, kann ich mich nicht zu qualifiziert zu äußern. Ja. Gut, aber dann haben wir das jetzt quasi von beiden Seiten beleuchtet. Mit der Hate-Kappe und der Love-Kappe. Mhm. Das ist doch schön. Jetzt steht hier noch ein Name im Programm, der nicht der Name eines Films ist, sondern eines Autors, wenn ich mich nicht täusche, oder? Das ist korrekt. Sasa Stanisic. Sasha Stanisic. Stanisic, okay, ja, dann macht man mit diesem Käppchen auf dem S was anderes, ja, als ich dachte. Ist ein genau. Das okay. S mit Käppchen ist Sch und das C mit Strich ist Tsch. Okay. Ich glaube, es ist Tsch, oder? Also er sagt Stanisic. Ja, aber also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber meine Erinnerung war die, wenn über dem C ein Häkchen ist, dann ist es Tsch. Und wenn über dem C ein Accent aigu ist, dann ist es irgendwie weicher, dann ist es irgendwie mehr. In welcher oder Sprache? So. Kroatisch. Ist das nicht serbokroatisch? Nee, er kommt aus Bosnien. Ja, das ist aber die gleiche Sprache. Keine also die Ahnung. Gleiche Aussprache jedenfalls. Aber das ist bei mir auch lange her, dass ich in Kroatien war. Das kann sein, dass ich mich da irre. Hat eine bosnische Mutter ja und einen serbischen Vater. Es gibt ja, auf jeden Fall noch das C mit dem Haken. Das ist ein richtiges Tsch. Es kann aber auch stimmlos. Darum sollte es aber, glaube ich, gar nicht gehen. Jan, wo bist du, wenn man dich braucht? Ja, ich wollte gerade sagen, Audiokommentar von Jan incoming. Er spricht das am Ende wieder rheinländisch aus und dann sind wir wieder, wo wir angefangen haben. ja, kennt ihr Sascha? Meine Frau hat dieses Herkunftbuch gelesen, nicht Heimat, sondern Herkunft. Sehr wichtig. Es wird auch im Buch begründet, warum es Herkunft und nicht Heimat heißt. Ah, okay. Dann war das sogar naheliegend, dass ich das durcheinander gebracht habe. Ja, ja. Und ich glaube, irgendein anderes Buch ist mir auch schon mal von ihm begegnet, aber gelesen habe ich noch nichts von ihm. Und ich weiß, dass er jetzt irgendwas mit Gedichten oder so oder Kurzgeschichten. Nee, ein Erzählband. Der aber schon auch sehr, also die Erzählungen sind schon auch alle sehr miteinander, mit einer Rahmenhandlung sozusagen verwoben. Das Buch heißt, möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Und dass das Buch so heißt, sagt schon so viel über Sascha, weil das ist ja schon eine Geschichte in sich, dieser Titel nur. Mhm. Genau, und ich war letzte Woche auf der Premierenlesung von dem Buch, weil ich mir keine Lesung von Sascha Stanisic entgehen lasse, die in meinem Umfeld stattfindet, denn er ist der beste Vorleser seiner eigenen Bücher, die ich kenne, so. Und er schreibt dazu noch sehr, sehr, sehr gute Bücher mit einer fantastischen Sprache und ist noch dazu ein ganz feiner Mensch, mit dem ich schon auf einem Seminar von meiner Freiwilligendienstorganisation mit 40 Leuten Werwolf gespielt habe und wir waren die letzten drei, die noch übrig waren und es war alles sehr amüsant und emotional. Also der ist einfach ein richtig, richtig toller Typ und hat, also ich habe mich noch nie so gefreut wie damals bei Herkunft, dass jemand den Buch, also er hatte mit Herkunft den Preis der Leipziger Buchmesse damals gewonnen. Und es war wirklich sehr, sehr verdient. Ich habe mich sehr gefreut und bin so froh, dass jetzt das neue Buch da ist und möchte deshalb euch allen quasi davon vorschwärmen, wie Sascha seine Bücher schreibt und erzählt. Denn wir haben ja schon angedeutet, ne, er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, hat einen bosnischen Mutter, serbischen Vater, ne? Ja, so ist es. Mhm. Und die sind dann im Jugoslawienkrieg gemeinsam oder beziehungsweise er und seine Mutter sind geflohen nach Deutschland, nach Heidelberg. Davon berichtet er auch immer wieder in seinem literarischen Schaffen und sein Vater kam später nach und er hat so richtig erst angefangen zu schreiben, dann quasi auf Deutsch in Deutschland, was am Anfang, als er sozusagen losgeschrieben hat, so dass die Sache war, über die alle immer berichtet haben. Also da ist dieser Migra-Junge, der aber auf Deutsch Literatur schreibt, so. Und er schreibt halt auf eine sehr spannende Art autobiografisch. Also sein erstes Buch, Wie der Soldat das Grammophon repariert, ist quasi ein Buch über seine
Familie, seine Großeltern, seine Eltern und seine Flucht als oder ihre Flucht als Familie aus diesem Krieg. Und es ist gleichzeitig das so lustig. Das ist wirklich das lustigste Buch über Krieg und Fliehen, was ich jemals gelesen habe. Und es ist sehr so, er arbeitet sehr viel mit so Abschweifungen in Abschweifungen und Geschichten in Geschichten in Geschichten. Und seine Figuren heißen eigentlich nie Sascha, aber sind in großen Teilen immer Sascha. Und jetzt in seinem neuen Buch gibt es tatsächlich einen Sascha, das erste Mal, der auch sehr viel von ihm hat. Also da geht es sozusagen um ihn und drei seiner auch migrantischen Freunde in Heidelberg, mit denen er aufgewachsen ist und wie die ja so wenig Perspektiven im Leben hatten, aber alle so viele Träume, was sie mal werden wollten und so. Das ist sozusagen eine der Rahmenhandlungen von dem neuen Buch. Und ja, also er hat einfach sehr, sehr, er hat immer so ein mystisches Element in seinen Werken auch mit drin. Also irgendwas, was nicht realistisch ist, irgendwas, was ein Konzept ist. Also zum Beispiel in Herkunft, vielleicht hat dir deine Frau auch davon erzählt, Christoph, gibt es das Ende des Buchs ist ein Choose Your Own Adventure Teil, wo es darum geht, wie man da kehrt er in dem Buch quasi zurück in seine Heimat, wo seine Großmutter Demenz hat und es geht quasi darum, deren Erinnerungen und Geschichten zu bewahren und am Ende geht es darum, in einem Drachenhort den Drachen zu finden und zu besiegen. Und dafür gibt es einen Choose Your Own Adventure Teil. Und jetzt in diesem neuen Buch zum Beispiel gibt es das Konzept eines Raums, in den man gehen kann und dann kann man 10 Minuten aus seiner Zukunft sehen. Aber man weiß nicht, welche 10 Minuten das sind, ob das 10 gute, 10 schlechte, 10 Minuten am nächsten Tag oder 10 Minuten in 40 Jahren sind und was auch immer da passiert. Sind die du brauchst, um in München an den Flughafen zu kommen. Genau, kann auch passieren. 10 Minuten, in denen du im ÖPNV sitzt und dich langweilst. Und da geht's quasi um verschiedene Leute, wir erleben quasi in jeder Erzählung eine Geschichte, also einen Charakter, den man vielleicht auch schon aus anderen Werken von ihm kennt, muss man aber nicht. Und später erleben wir noch, was die 10 Minuten waren, die diese Person in diesem Raum gesehen hat, sozusagen. Und es ist einfach wieder, also wenn ihr Hörbücher mögt, empfehle ich noch mehr Hörbücher von ihm zu hören, weil er liest die immer alle selbst. Und wie ich schon sagte, er ist der beste Vorleser seiner eigenen Bücher. Er hat mittlerweile auch Kinderbücher geschrieben und Jugendbücher, also seit Herkunft. Das sind die man viel leichter findet bei den einschlägigen Hörbuchanbietern. Es kann schon gut sein. Also Hey, 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 Taxi ist eins, ist auch so ein Erzählband mit verschiedenen Geschichten. Dann gibt's Panda Pant über eine Panda-Band. Und jetzt zuletzt hat er dieses Wolf geschrieben. Das ist mehr so ein Jugendbuch. Da geht's so ein bisschen um Mobbing, Ferienlager und genau, also und Hey, Hey, Taxi gibt's mittlerweile auch einen zweiten Band, den er zusammen auch mit seinem kleinen Sohn, also für den hat er sozusagen diese Geschichten zuerst geschrieben und die beiden haben dann so ein bisschen die Geschichten noch weiter gesponnen für Teil 2 und so. Also kann ich alles nur sehr empfehlen und ich muss noch dazu sagen, ich bin nicht die größte Buchleserin. Also ich habe zwar Germanistik mal studiert, aber das hat mir leider so ein bisschen das Lesen abgewöhnt eigentlich. Also ich habe so viel ins Studium lesen müssen, dass ich danach so froh war, nicht mehr lesen zu müssen, dass ich irgendwie nicht mehr so eine Leseroutine in meinem Leben habe. Aber für Sascha lasse ich immer alles stehen und liegen und lese das und höre das und ja, richtig, richtig toller Autor und man nimmt aus den Werken echt viel mit und lacht auch Tränen und weint Tränen und einfach sehr, sehr schön. Ja, werde ich mich vielleicht doch nochmal dran wagen müssen. Das Problem ist, ich fange immer Bücher an und lese sie nicht zu Ende. Obwohl nicht, weil ich sie bewusst aufhöre zu lesen, sondern weil dann irgendwie die Gelegenheit, weiß nicht, man hat im Urlaub angefangen, ein Buch zu lesen, liest ein Drittel und dann liest man es zu Hause nicht weiter. Und dann merkt man 2 Jahre später, ach, dieses Buch hattest du ja angefangen. Soll ich das jetzt mal weiterlesen? Und das geht mir halt immer, also ich habe irgendwie wahrscheinlich 8 Bücher, die ich gern zu Ende lesen würde und die ich aber auf Halde liegen. Ich kann es total nachvollziehen. Blöd. Das ist bei mir auch so. Also wie gesagt, ich habe auch keine Leseroutine mehr so in meinem
in meinem Alltag. Aber deshalb finde ich es also umso schöner, dass man bei ihm auch wirklich die Hörbücher empfehlen kann. Das Einzige ist, dass zum Beispiel das Herkunft-Hörbuch, dem fehlt halt der Choose Your Own Adventure-Teil, weil du den als Hörbuch nicht machen kannst, sozusagen. Ah. Das funktioniert nicht mit diesem, lesen Sie weiter auf Seite 7, wenn Sie sich so entscheiden, und auf Seite 12, wenn Sie sich so entscheiden. Das funktioniert halt im Hörbuch nicht. Deshalb ist der da rausgekürzt. Aber ansonsten sind die Hörbücher eigentlich auch immer die Komplettversion. Also es ist jetzt nichts, wo man das Gefühl hat, da fehlt jetzt die Hälfte, wie manchmal bei anderen Hörbüchern. Und vielleicht ist dann so ein Erzählband, wie jetzt möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, das Richtige für dich, weil da ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man irgendwann aufhört und einfach ein paar gute Erzählungen gelesen hat und nicht das ganze Buch durchgelesen hat. Ja, ich muss mal gucken. Also mein Hörbuchanbieter hat nur die drei Kinderbücher und dann irgendwas, das nennt sich DSA Zinkerent. Ist, glaube ich, auch ein Kinderbuch. Eine aventurische Kurzgeschichte aus der Welt. Ist ja wahrscheinlich von das eine Auge. Geschichte in irgendeinem Sammelband. Ja, oder so. Genau. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, DSA passt natürlich dann auch wieder, gell? Ja, und dann müssen wir mal bei Dings schauen, bei hier. Wie heißt's, wo wir auch unsere Musik hören? Spotify. Haben wir vergessen, Spotify. Genau. Da gibt's auf jeden Fall. Herkunft, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oh, cool. Und Vor dem Fest, glaube ich, auch. Vor dem Fest ist ein Roman über ein Dorf in Brandenburg, was verschwindet, weil nach und nach die Leute dort wegziehen, wie das halt so ist in Dörfern in Brandenburg. Ist auch sehr gut. Cool. Also sehr Gutes. Na gut, also du hast mich am Haken, ich werde da wohl mal eintauchen. Interessiert mich, da, also falls du irgendwas liest, es interessiert mich sehr, wie es dir gefallen hat. Meld dich gerne. Ja, okay, ich werde berichten, klar. Sehr gerne. Habt ihr jetzt auch so Angst, dass ihr so Zeichen aussendet, so wie die Witwe, die einfach diese Gießkanne irgendwie hinstellt und dann plötzlich angesprochen wird und morgen gehst du irgendwie in die U-Bahn und hast deinen Hut irgendwie komisch auf und plötzlich hast du irgendwem signalisiert, dass du was auch immer vorhast? Nee, die habe ich nicht, die Angst. Okay, die entwickelt sich bei mir gerade, seit ich hier darüber nachdenke. Ah, herrlich. Die arme Witwe, ich meine, die steht da so rum und denkt sich, ja, Gießkanne jetzt mal hier wegstellen kurz und zack. Hat sie da so eine Horde Leute, die sie anquatschen am Haken. Okay, vielleicht bin das nur ich. Ja, dann sind wir durch mit den Themen dieser Liste, wenn ihr nicht noch Ideen habt, was ihr noch so... Ah, wir müssen das untergegangene Wort der vorletzten Woche noch aufhüllen. Ach so, ja. Weißt du noch, welches es war? Hier. Ah, ich habe es kurz reverted. Ja, war es aufhüllen? Nee, da steht an heute. War an heute nicht die Woche davor? An heute war davor, nee. Achso, ja, dann musst du es aufgeschrieben haben. An heute habe ich in der Folge 829 aufgehüllt. Ah, okay. Und das Wort, was ich da benutzt habe, war aufhüllen. Also das war das untergegangene Wort letztes Mal. Und das, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig benutzt. Naja, du hast es diese genau, Woche benutzt, das heißt, ja. Enthüllen, also Mischung aus Enthüllen und Aufdecken wahrscheinlich. Ja, genau. Auffüllen. So eine, ja, genau. So das Gegenteil von dem, was Christo mit den Häusern macht. wenn das fertig ist, das Kunstwerk, dann wird es wieder aufgehüllt. Hier, Untergangsgrund, Präfix, Umtausch. Ent drückt in vielen Fällen das Gegenteil von der Bedeutung des Grundworts aus. Zum Beispiel entdecken, entehren, enterben, entfalten und so weiter und so weiter. Und dann hat es halt hier nicht mehr gepasst. Wo auch, wie auch immer. Nun gut, da wäre das auch geklärt. Wir haben das aufgehüllt. Und wenn ihr das dieswochige Wort gehört habt, was ein bisschen riskant war, weil ich vor der Folge vergessen habe, es euch zu sagen. Und dann besteht ja immer die Gefahr, dass ihr darauf reagiert. Ihr habt zum Glück nicht reagiert. Sehr gut. Ja. Ich habe deine WhatsApp-Nachricht noch rechtzeitig gelesen. Und genau, die hatte ich WhatsApp geschrieben. Bei Becky wusste ich nicht, ob du WhatsApp noch anhast, weil du ja eigentlich, wie ich ja auch, ins Off gehen wolltest. In Flugmodus, genau. Und deswegen hatte ich es dir dann nicht geschrieben, aber es hat ja gut funktioniert. Ich habe das Wort unterbringen können. Und sehr gut. Alles gut. Frau Nachti kann uns dann kommentieren, was das war. Nächste Woche. Genau. Ja. Ich habe heute im Instagram die Schafe gesehen. Also eigentlich habe ich sie nicht gesehen, weil sie unsichtbar im Gras waren. Das war genau so, wie sie echt hoch momentan der Sendung berichtet hat. Fantastisch. Grüße gehen raus. Ja,
Dann haben wir das Wort aufgehüllt. Mhm. Und jetzt, also letzte Woche gab es ja dann keins aufzuhüllen, weil wir das ohne dich nicht machen wollten. Außerdem hatten wir das Buch gar nicht. Aber ich glaube, Jan hätte sich wahrscheinlich auch noch ein Wort zurechtgelegt, aber wir haben es dann trotzdem gelassen. Jan hat vielleicht ohnehin in seinem Wortschatz vergessene Worte, die er einfach so verwendet. Davon ist auszugehen. Absolut. Gut, dann bleibt nämlich nur noch die Kapitelmarke, außer du hast noch einen Jazzwitz parat, was wir nächste Woche schauen. Und da möchte ich dir, Christoph, weil du wirst ja dann wahrscheinlich dabei sein, in der Sendung jetzt so erstmal vorab die Auswahl lassen, ob ich jetzt quasi... Oh Gott. Was ein Glück. Ich habe kurz gedacht, so, dass du jetzt nochmal nachrecherchiert hast und dabei herausgefunden hast, dass doch gar nicht du dran bist, sondern ich. Ach so. Dass du mir jetzt reingesagt hast, Christoph, ich habe herausgefunden, du bist dran, jetzt sag mal. Nein, das habe ich nicht recherchiert. Das hat mich jetzt in Bedrängnis gebracht. Nein, ich wollte dir jetzt zwei Möglichkeiten geben. Zum einen bin ich ja dafür bekannt, dass ich stumpfsinnige Actionfilme picke. Das wäre die eine Variante. Und die andere Variante hatten noch die Woche erst. Wäre, dass ich stumpfsinnige Komödien picke. Und du hast jetzt die Wahl, die Komödie, die schlechter bewertet ist, oder den stumpfsinnigen Actionfilm mit männlicher Hauptrolle, die besser bewertet ist. Was möchtest du haben? Oh Gott, das ist ja wirklich Pest und Cholera. Boah, aber Comedy, die schlecht bewertet ist? I don't know. Aber Testosteron-schwangere Action, das ist ja wirklich, was soll man denn da wählen? Deshalb macht mir das gerade so viel Freude. Ja, aber auf was für Streaming-Portalen denn? Nee, wenn ich das jetzt sage, dann weißt du es sofort. Ach so. Nee, also dann machen wir als Hauptfilm die stumpfsinnige Action und schauen den anderen aber auch. Er nimmt einfach beide. Er nimmt von Pest und Cholera. Okay. Dann machen wir die Serie komplett. Wir haben nämlich die anderen beiden hier auch besprochen. Da gucken wir Equalizer 3 mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Habe ich noch keinen gesehen. Was? Der hast du? Da habe ich noch keinen gesehen. Die anderen beiden hatten wir aber auch hier alle in der Sendung. Ja, ja, habt ihr mir besprochen. Okay. Oh Gott. Der muss nicht viel wissen, der ist Ex-CIA-Agent, bla bla bla, Fresse hauen. Ja, Equalizer halt, ja, der Titel sagt es ja eigentlich schon. Genau. Und ist der auf Netflix? Der ist auf Netflix. Und das, die stumpfsinnige Komödie, von der ich mir mehr IMDb-Bewertung versprochen hatte, jetzt ein bisschen enttäuscht war, als ich nachgeguckt habe, wo er aktuell steht, wäre Jerry Seinfelds neuer Film Unfrosted. Jerry Seinfeld habe ich ja eine Geschichte wenigstens, weil ich habe halt seine Serie in den 90ern sehr gefeiert. Ja, und ich fand auch Comedians in Cars Getting Coffee fantastisch, von daher. Und wie nennt sich das? Unfrosted? Unfrosted, also da geht es um... Mit Melissa McCarthy. Ja, mit Melissa McCarthy. Und Hugh Grant, habt ihr noch nicht Hugh Grant in eurer TikTok-Timeline gehabt? Und Jim Gaffigan und so, also sind ein Haufen Comedians auch drin. Das sieht viel besser aus als Equalizer. Ja, hatte ich auch. Das habe ich getan. Habe ich auch höhere Hoffnung gehabt, aber auf IMDb sieht es leider andersrum aus. Aber gut, das kann jetzt auch an den Leuten liegen, die das da bewertet haben. Das weiß man ja immer nicht. Vielleicht sehen wir das am Ende auch genau andersrum. Egal, aber du hast ja die beste Wahl getroffen. Wir gucken die beide. Und genau, wir schauen auf jeden Fall beide. Dann, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder dieses Umpa-Lumpa-Lied im Ohr. Umpa-Dee-Doo. Das war so gut. Hugh Grant ist einfach so gut. Ja, Hugh Grant ist in seiner Mir ist alles egal Ära angekommen. Ja, die ist wirklich, so wirklich fantastisch. Ja. Ja. Ist ja auch der Mitbewohner von Benoit Blanc. Also, ja, und genau. Der Typ aus hier im Dungeons & Dragons Film war doch auch fantastisch. Den habe ich nicht gesehen. Noch nicht. Ah, also nur für Hugh Grant kann man den schon gucken. Und der Rest ist auch gut. Also. Fantastisch. So, und da wir letzte Woche, dass ich mit Jan viel über Computerspiele sprach, möchte ich hier nochmal GeoGuessr empfehlen. Ich bin wieder in das GeoGuessr-Loch reingefallen. einfach rein fantastisch. Da war doch erst WM vor kurzem. Ah, da hätte ich teilnehmen müssen. Nein, so gut bin ich nicht. Wenn man das manchmal auf Insta sieht, wie die Leute abgehen, der läuft da auf irgendeiner Wiese rum und dann scrollt er irgendwo in so ein grünes Feld nach Jakarta und sagt so, das wird hier sein. Das ist 200 Meter. So anderthalb Kilometer. Ja. Und dann ist er so, was? Das ist so krass. Also ich glaube, das muss doch gefaked sein. Wie geht das denn? Da würde ich ja gerne mal bitte in den Kopf gucken, warum der an so einer Wiese erkennt, dass das jetzt diese Straße in Jakarta sein muss. Das mussten Podcast-Konkurrenten, Kollegen auch schon erfahren, dass das so geht. Ja, einmal, wenn man zufällig mal Glück hat oder so. Ich habe auch schon irgendwie jetzt einmal habe ich irgendwie
500 Meter oder so daneben gelegen. Aber das war dann halt in New York City, in Downtown Manhattan, so, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, das war in der Nähe vom Empire State Building und ich war irgendwie zwei Straßen, drei Straßen weit, zu weit falsch oder so. Das war nah genug dran, aber es war halt auch so ein Easy Catch, den du nicht oft kriegst, ne? Aber sobald da nur Wald und Wiese ist und du hast irgendwie vielleicht ein Straßenschild, was, wenn du dich sehr gut auskennst, dir vielleicht das Land verrät, aber dann weißt du doch immer noch nicht, welche verdammte Landstraße in dem Land. Also, ja, das ist schon schwierig. Da würde ich gern mal wirklich die Erklärung haben, was in seinem Kopf vorging, als er das versucht hat zu lösen. Also ein paar TikToker gibt es, die das machen tatsächlich, die dir quasi nacherzählen, was ihre Gedankengänge sind, während sie sich sowas angucken. Also manchmal, also ich weiß nicht, was genau dann da das Suchwort ist oder so, aber auf TikTok findet man sowas. Stimmt, ja, ist mir auch schon eine begegnet. Ja. Na gut, also dann, wenn ihr solche TikToker-Videos findet, dann gerne bitte an mich schicken. robert@sneakpod.de oder einfach auf sneakpod.de in die Kommentare. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir einen Deckel drauf auf die Sendung. Becky, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern, ist doch immer wieder eine Freude. Oh ja, jetzt haben wir auch Sandra Hüller abgehakt hier, nachdem ich jedes Mal über sie gesprochen habe. Genau, haben festgestellt, ist nicht mein Ding. Kann man ja mal, müssen wir jetzt auch mal feststellen einfach. Ja, genau. Vielleicht. Na, irgendwann guckst du nochmal, ich bin dein Mensch. Das interessiert mich dann schon noch. Ja, okay, ja, das ist halt auch mein Thema irgendwie. Yes. So Asimov, philosophisches Zeug. Genau. Juti. Gut. Na dann. Sehr schön. Grüße an den Gatten. Richtig aus. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.